Oh Leute, dann schalten wir mal das Mikro an. Umgeschaltet ist schon, jawohl, Live-Bild zu sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum mittlerweile 23. Community-Event. Einen wunderschönen guten Abend, Samstagabend, 21 Uhr. Wie angekündigt, werden wir heute Argentinien und Chile unsicher machen. Und ich hoffe, ihr seid gut drauf. Und jetzt war es gerade tatsächlich noch ein bisschen knapp. Da guckst du einmal FA Cup Finale, ja, denkst du, naja, 17:45 Anstoß wird schon passen, ne? Und dann geht's da echt bis ins Elfmeterschießen. Meine Güte, wer hat's noch geguckt? Ich guck gleich mal in den Chat rein, Leute. So, aber jetzt natürlich volle Konzentration auf den Flight Simulator. Jawohl, ich guck gleich in den Chat rein, wer alles mit am Start ist. Ich sehe schon, Streamlabs-Bot funktioniert. Vielen Dank fürs Testen, Kev. Dankeschön. Ich komme gleich rein zu euch und guck mal, wer denn alles hier so am Start ist. Und während wir das machen, würde ich hier mal gerade tatsächlich schon mal auf meine Map gehen. Denn ich habe da ja wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ja, die Flugroute entsprechend. Wir starten in Chile, fliegen ein Stück nach Argentinien rein, hier so, über die Ecke quasi hinweg und fliegen wieder nach Chile raus, um hier dann quasi weiter Richtung Norden zu fliegen. Und es ist eine echt schöne Strecke, dachte ich mir so, als ich die mal abgeflogen bin. Und habe dann ein bisschen dran gebastelt und ich glaube, die wird gut. Ich glaube, die wird gut. Und da lade ich euch dazu ein, zu einem gemeinsamen Abend mit dem Flight Simulator. Wir werden circa 90 Minuten Flugzeit haben. Leider sieht man das jetzt hier wieder nicht mehr. Gerade stand es noch da, als ich es reingeladen hatte. Ja, irgendwie immer ein bisschen schade hier. Kommt natürlich auf die Reisegeschwindigkeit an. Wir werden mit, ja, geschmeidigen 110 Knoten circa unterwegs sein. Und ja, circa 90 Minuten Flugzeit vor uns haben. Natürlich werden wir jetzt im Vorfeld noch ein bisschen auf die Flugroute eingehen, auf meine Einstellungen hier, was das Flugzeug betrifft, auf die Einstellungen, was... Oh, hier Active Games, dankeschön für 3 Monate. Sehr stark, danke dir. Und dann werden wir natürlich auch die Flugbedingungen noch durchgehen, damit jeder weiß, es kann ja sein, dass der ein oder andere tatsächlich zum ersten Mal vielleicht auch mit dabei ist. Schreibt gerne mal in den Chat. Wer das erste Mal mit dabei ist, also keine Angst hier, ja, da wird keiner gefressen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ihr wisst ja, es gibt keine dummen Fragen, ne? Es gibt nur dumme Antworten, so sieht's aus. Okay, pass auf, dann blende ich hier mal ein meine erstellte Map auf Google. Da seht das auch nochmal ein bisschen genauer von der Flugroute her. Und wir starten quasi am Flugplatz SCGZ. Ja, und ihr könnt natürlich, jetzt ist natürlich hier meine Map ein bisschen im Weg. Ich packe die mal ein Stück weiter runter, damit ich euch das Suchfeld hier oben zeigen kann. Denn ihr habt ja hier oben die Möglichkeit, in die Suche reinzugehen. Und wer jetzt die Strecke auf die Schnelle erstellen möchte, der gibt hier oben in die Suche einfach SCGZ ein. Ihr findet sämtliche Details natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da natürlich auch nochmal nachlesen, ja, also jederzeit da gerne reinklicken und dann legt ihr quasi hier den Flugplatz in Chile fest, als Abflughafen dann entsprechend und geht dort dann auf die Startbahn 26, da muss ich gleich mal gucken, ist das hier, ich glaube links oben steht es, ja, genau, stimmt, ich gucke lieber, oh, hier ist ja schon was los, da ist ja schon jemand, so, wir starten auf der 26, also hier. Und dann gebt da als zweites, wenn ihr diesen Startflughafen eingegeben habt, gebt da wieder links oben in die Suche ein unseren Zielflughafen. Und das ist der, boah, den muss ich mal komplett aussprechen, der Presidente Carlos Ibanez del Campo International Airport. Wer kennt ihn nicht? Der SCCI ist wohl angenehmer einzugeben. Ich würde hier oben dann SCCI eingeben und dann legt er den quasi als Zielflughafen fest. Und da dann die Landebahn 30, das ist also jene hier, denn der hat tatsächlich mehrere. Und
von hier werden wir dann reinkommen wollen. Da gucken wir dann ein bisschen nach Möwen. Vielleicht haben wir Glück und sehen da welche. Wir werden es sehen. Los Vojos lese ich gerade, Mario. Jawohl, so sieht's aus. Die Los Vojos. Sehr gut. Und dann hast du hier, wenn du diese beiden Flughäfen eingegeben hast, eine gerade Linie. Ja? Und dann machst du es entweder so, dass du dir verschiedene Wegpunkte setzt oder nach dem Prinzip fliegst, follow the light Hubble und dich einfach hinten dran hängst. Um es mit Enzis Worten zu beschreiben. So. Okay, so viel zur Flugroute. Ja, wie gesagt, ich lasse das hier natürlich noch ein bisschen offen und pack das hier mal wieder so ein bisschen besser in die Mitte rein, damit man das hier auch sieht. Ja, das passt doch ganz gut. So, und während ich jetzt in den Chat reingucke, ja, ich mache noch eine kurze Chatrunde natürlich. Und dann stellen wir ganz kurz das Flugzeug ein und die Flugbedingungen. Ich schalte während der Chatrunde gerne in den Chatting-Bildschirm hier mal rein. Dann sieht man zum einen den Chat und zum anderen winke ich mal hier in die Kamera, denn die Facecam ist heute natürlich wieder offline, denn die brauchen wir beim Flight Sim ja nicht, ne? Ist ja klar. So, pass auf, jetzt ist die kleine Flugroute weg. Dann zeigen wir die halt hier auch nochmal an. So, perfekt. Pass auf, was wollte ich machen? Ich wollte mal hier reingucken. Wer ist denn alles mit am Start? Ja. Servus, Black Angel, grüße dich. Schönen guten Abend. Black Angel. Dann der Kev, gerade schon mal erwähnt. Schönen guten Abend, Kev. Der Mario ist am Start. Ja, Tiere schauen, sehr cool. Welche sind denn da? Also es stehen da die Möwen, ne? Auf der Map. Ob das so kommt, werden wir sehen. Enzi verteilt Sekt, schönen guten Abend. Enzi, eine Runde Sekt, dankeschön. Und direkt mal eine rauchen gehen. Sweet Boy, ich grüße dich, schönen guten Abend. Ah, sehr stark. Die alte Flight Sim Gang ist wieder da, sehr cool. Der Dirk ist mit am Start, grüße dich Dirk. Gerade noch geschafft, ja? Okay, sehr stark. So, Nico, ich grüße dich, Nikolas. Moin, moin. So, dann scroll ich mal ein bisschen hoch hier. Den Kevin45, an der Stelle noch gegrüßt. Servus, schönen guten Abend, Ralf. Ja, Hammer. Was ist Hammer? Die Strecke, oder was? Die Strecke ist richtig schön. Gefällt mir also wirklich auch sehr gut. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Active Games, ne, für 3 Monate. Ihr seht's, der Supporters Club läuft gerade hier im Chatting-Bildschirm auch als hier als Ticker quasi durch. Wer dem angehört, vielen Dank und sei an der Stelle nochmal dankend erwähnt für euren Support. Dankeschön. So, Messer Jockel, schönen guten Abend, ich grüße dich. Dann der Rolf B. ist mit dabei. Hallo zusammen, der Ben 2000 quasi in Flight. Sehr stark. Der Hackfleisch, hassende Zacker. Und ab jetzt Hacki, ich grüße dich. Schönen guten Abend, Hacki. Der Erbsenwerfer ist natürlich auch mit dabei, ich grüße dich. Ach, sehr schön, ich lese mal euren Austausch auf dem Discord und muss sagen, also richtig, richtig, richtig klasse, Leute. Richtig schön. Habe ich was am Chat verändert? Nein, Ralf, tatsächlich nicht. Aber es hat tatsächlich von YouTube gab es ein paar Änderungen. Also ihr seht das auch in der Videobeschreibung und so weiter. Die wird irgendwie anders dargestellt, habe ich so den Eindruck. Und allgemein so die Darstellung auf YouTube ist irgendwie ein bisschen verändert. Das ist mir die Tage auch aufgefallen. Vielleicht hat es damit zu tun. Also ich habe tatsächlich nichts verändert. Mahlzeit! So, Michael Schulz, ich grüße dich. Micha, schönen guten Abend. So, was schreibt Ralf? Ich bin heute Morgen die Strecke fast 2,5 Stunden. Nee, so lange brauchen wir nicht. Mit was bist du denn da geflogen? Mit dem Schlauchboot oder was? Oder wie? Ich zeig dir gleich mal das Schlauchboot, was ich meine. So, Maverick, schönen guten Abend, Mev. Ich grüße dich. Viele Grüße. So, Andreas BK. Schönen guten Abend, Mulder 884. Leo Riegler, schönen guten Abend, ich grüße dich. So, muss ich auf alle Spieler gehen oder auf Live-Spieler? Fragt der Leo hier gerade. Auf alle Spieler, hat Active schon geschrieben. So sieht's aus. So sieht's aus. Wir gehen die Einstellungen auch gleich nochmal durch, ne? Ganz, ganz klar. Brian Morris, schönen guten Abend, Brian, grüß dich. Die alte Gang ist wieder da. Der Harpe natürlich auch. Schönen guten Abend, Harpe. Grüße dich. So, ich hoffe, ich vergesse keinen, Leute. Nehmt sie mir bitte nicht übel. Ich sag's jedes Mal dazu. Der Rapheffi natürlich auch wieder. Rainer, servus. Grüß dich.
Er ist schon am Airport. Okay, ich komme gleich. Bin gleich da. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein, ihr wisst, wir nehmen uns natürlich immer ein bisschen Zeit. Alle 2 Wochen machen wir hier ein schönes Community-Event. Und da wollen wir nicht durchhetzen, sondern ich möchte mir Zeit nehmen für die Community. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns hier entsprechend austauschen. Eine kurze Begrüßungsrunde hier mal starten. Der Philipp ist auch dabei. Heute nur zusehen, mal sehen wie lang. Alles klar, Mann. Sehr stark. Der Lars ist auch mal wieder dabei. Ich grüße dich, Lars. Schönen guten Abend. NC Gaming, grüße dich. Servus. Der Walter ist auch mit dabei. Grüß dich. Hallihallo. Schönen guten Abend. Kopf 77. Grüß dich. Moin, moin. Oh, schön. Sehr schön. So, der Enzi hat dem Harpe noch irgendwas erklärt. Habe ich jetzt hier auf die Schnelle noch überflogen? Aber irgendwie klappt es nicht oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, du kannst trotzdem mitfliegen. David, grüße dich. Grüße zurück nach Teutschenthal. Warum heute und um diese Zeit? Na, weil es halt nicht anders geht. Es tut mir leid. Es passt natürlich immer nicht für jeden. Ist klar. Aber wie sollte ich morgen um 11 streamen, wenn ich keine Zeit habe? Es geht halt nicht. Also die Community-Events variieren natürlich immer. Ich versuche, vernünftige Slots zu finden. Aber in erster Linie muss ich noch erstmal gucken, dass es bei mir überhaupt realisierbar ist. Und dementsprechend müssen wir es natürlich eintakten, ist doch klar. Nächstes Mal findet es vielleicht wieder wann anders statt. Oder zu dem besseren Zeitpunkt eben dann für dich. Dafür passt es dann wieder bei jemand anderem nicht. Also man kann es leider nicht immer allen recht machen, leider. So, eine Runde Popcorn von Kev. Dankeschön! Sehr schön. So! Werder macht das schon, schreibt Maverick an den Kev natürlich gerichtet. Und ja, davon gehe ich mal aus, ne? Morgen. So, pass auf, was kam hier rein? Freundesanfrage. Gruppeneinladung. Was? Nee. Gruppeneinladungen ist schlecht. Weil wir wollen ja nicht als einzelne Gruppe irgendwie unterwegs sein. Also, so Freundschaftsanfragen und so weiter gerne schicken, aber Gruppenanfragen kann ich ja jetzt hier nicht angeben. Wir fliegen ja sowieso zusammen, ja? Keine Frage. So. Was ist eigentlich Tom und Joy? Ich vermisse jemanden. Ich vermisse tatsächlich jemanden. Ich weiß allerdings, dass Tom heute verhindert ist und Joy eventuell, wenn es zeitlich klappt, einspringen wollte. Aber das ist halt dann wahrscheinlich zeitlich doch nicht möglich gewesen. Ich vermute es zumindest, weil ich habe sie jetzt hier nicht gelesen. Falls jemand was weiß, gerne dazu kurzes Feedback. So, pass auf, was wollte ich hier noch einstellen? Jetzt schalten wir hier erstmal auf Live um, ne? Jetzt gehen wir hier mal auf Vollbild und dann klicken wir hier einmal die Map weg, damit wir hier auch wirklich alles sehen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen eure Flugroute zusammenstellen, ansonsten hängt euch einfach dran, ne? Also wo ihr starten müsst, sollte eigentlich klar sein. Und wenn er da jetzt gleich mit losfliegt und dran bleibt, dann ist es ja alles halb so wild. So, einmal zu meinem Flugzeug. Ich fliege mit der Cup Crafters NX Cup. Das ist diese Maschine hier. Ich, was die Lackierungen angeht, lasse ich die Standard hier, ne? Ich lasse mal die Standard hier. So, dann werden wir hier noch ein bisschen auftanken. Ich gehe mal ganz gern so auf 90%, ne, für alle Fälle. Ja, für alle Fälle. So, das passt soweit. Und wir werden so mit 110 Knoten ungefähr, ne, eher weniger sogar, knapp drunter vielleicht, aber so um die 110 wird so ein Schnitt ungefähr wohl werden. Genau so. Und dann gehen wir hier wieder zurück auf die Map, beziehungsweise erstmal noch auf die Flugbedingungen rüber. Und hier habe ich jetzt mal bei mir, wie gesagt, alle Spieler einstellen, das ist wichtig, damit ihr wirklich alle Spieler auch seht. Dann lasse ich den Live-Verkehr wie immer an und ich habe hier vorhin schon mal ganz kurz umgeschalten auf Live-Wetter. Ich werde mal, ich weiß nicht, wie sieht's aus am Flughafen? Fliegt jemand mit Live-Wetter und wie ist gerade die Stimmung im Live-Wetter? Werden wir sehen. So. Und dann gehe ich wieder zurück auf Standard, weil dann habe ich während des Fluges jederzeit Zugriff auf meine Einstellungen.
was das Wetter angeht. Und dann können wir da auch umstellen, falls es irgendwie zu mies sein sollte. Gutes Wetter, schreibt Dirk, alles klar. Top Gun DLC erscheint am 26.05., lese ich gerade von Active Games. Genau so ist es. Zeitgleich mit dem Release des Filmes. Es liegt ja schon länger in der Schublade, ne? Dieser DLC. Hätte ja an und für sich letztes Jahr schon releasen sollen, eben weil der Film auch hätte erscheinen sollen. Der wurde dann aber ja von Herbst 2021 auf eben Mai 2022 verschoben und dementsprechend rutschte auch dieser Zusatzinhalt, der kostenlos sein wird, das sei nochmal wirklich erwähnt auch dazu, der kostenlose Zusatzinhalt zu Top Gun wird am 26. Mai releasen. Oder 25.? Ich weiß nicht, also Ende des Monats auf jeden Fall. Und eben zeitgleich mit dem Film. Das sei am Rande nochmal erwähnt. Und vielleicht auch noch eine Information, denn es gab diese Woche einen Patch zum Sim-Update Nummer 9. Ja, das macht ja ein bisschen zicken, ne? Also tatsächlich war das dann doch fehlerhafter, als man dachte. Und nach gut zwei Wochen kam jetzt der Patch, der zumindest teilweise die Fehler wohl behebt. Und das ist der Patch 1.25.9.0, wenn ich das richtig hier lese. Ja, ich glaube schon. Ich habe hier nebenbei ein paar Seiten offen. So, was war denn hier? Ja, die Crashs waren halt immer auf dem Desktop zurück, beziehungsweise aufs Dashboard auf der Xbox. Das war wohl immer der Fall, wenn es irgendwelche, wenn du auf der Weltmap warst und im Hintergrund irgendwas heruntergeladen wurde, dann bist du in diesem Zusammenhang oftmals am Dashboard gelandet oder eben am Desktop. Und das soll also behoben sein, was ich auch bestätigen kann. Also bisher hatte ich da tatsächlich keine Probleme mehr. Wir wollen es nicht verschreien, ne? Ja, aber es kam also entsprechend ein Patch raus. Und was auch, und das ist mir direkt aufgefallen, abgestellt wurde, war das Flackern in der Cockpit-Ansicht von den Windschutzscheiben und so weiter. Also auch das ist jetzt wieder weg. Und ja, wir werden sehen, wie der Flug heute so verlaufen wird. So, jetzt lade ich hier schon mal, ich lade mich mal auf den Flughafen, denn auch dort haben wir die ein oder andere Zeit noch, die wir stehen bleiben, weil weil auch dort natürlich erstmal noch die Mitspieler reingeladen werden und zwar die ganzen Flugzeuge und so. Also da stehen wir normalerweise auch immer noch mal so ein paar Minütchen, ne? Und sammeln uns da. Und dann geht's los, Leute. Dann geht's los. Jetzt bin ich erstmal aufs Wetter gespannt, wenn ihr schreibt, da war gutes Wetter. Der eine oder andere hat geschrieben, dass es mit dem Wetter irgendwie Probleme gab oder gibt jetzt. Weiß ich nicht, kann das jemand bestätigen, dass teilweise nicht wirklich das Live-Wetter gezeigt wird, sondern irgendwie seltsamerweise Schnee oder sonstiges, wo eigentlich gar keiner ist. So. Dann bleibe ich hier einfach mal stehen. Und gucke. So, da hinten. Jetzt kommen sie langsam hier. Guck mal. Ich kann euch langsam sehen. Schau mal, das meinte ich, ne? Mit, es baut sich langsam auf. Ja, ja, ich kann euch auch schon hören. Ach, ich mag diese Maschine. Guck mal, die lacht immer so freundlich. Die Maschine lacht so schön, finde ich. Hat so ein schönes Gesicht. So, manchmal wird mir was angezeigt, manchmal nicht. Jetzt gehen wir hier mal ganz kurz rein und schauen mal, was haben wir hier. Okay, Landescheinwerfer sind aus. Luftzufuhr. Okay. Passt ganz gut. Oh ja, guck mal hier. So langsam tauchen alle auf. Und wir warten natürlich trotzdem jetzt mal noch. Mal gucken, geht meine Kurzwahl hier noch von der VFR. Jawohl, funktioniert. Mal schauen, was mir heute Morgen aufgefallen ist. Ich habe heute Morgen auch mal reingeguckt. Ist tatsächlich, dass die Flugroute hier nicht mehr angezeigt wird. Dass dieser weiße Strich jetzt auf einmal wieder fehlt auf der Map. Vielleicht taucht er irgendwann auf. Solange meine benutzerdefinierten Wegpunkte zu sehen sind, ist das alles einigermaßen zu verschmerzen.
So, Justin, grüß dich. Schönen guten Abend. So, dann machen wir das wieder aus. Oh, jetzt wird es langsam laut hier. Jetzt wird es aber langsam laut hier. Ihr kennt das, ich muss ein bisschen leiser machen. Sonst muss ich hier so brüllen. Wenn die dicken Maschinen hier auf einmal vor mir stehen. Sehr, sehr gut. Jawohl. Ich setze mich mal wieder rein, da ist es ein bisschen ruhiger. So, und wir kommen langsam alle zusammen hier. Ich werde mir hier gerade noch mal was zu trinken gönnen. So. Sehr gut. Ja, und dann schauen wir halt mal, wie heute die Performance ist. Ob es gut spielbar bleibt. Nach wie vor. Denn das ist natürlich jetzt auch das erste Event nach den beiden, also nach dem Update und dem darauf folgenden Patch. Und ja, ich bin mal gespannt, was so die Namensschilder angeht von euch und so weiter, ob wirklich alles gut zu sehen ist, wie die Darstellung ist, ja, weil das war ja doch immer ein bisschen unterschiedlich gut oder eben weniger gut. So, wie sieht's aus, Leute? Jetzt sieht's, glaube ich, ganz gut aus. Hier stehen allerhand Maschinen rum. Wahrscheinlich noch nicht ganz alle, aber ihr seid da, sehe ich. Und dann machen wir es wieder wie gehabt, ne? Ich gebe Schub ungefähr 15 Sekunden, nachdem ich hier das Go gegeben habe. Ich würde mal sagen, wenn ihr soweit... Oh, Nico schreibt, Moment. Einige sind schon bereit. Nico schreibt noch, Moment. Einen kleinen Moment noch, bitte. Den Nico wollen wir natürlich mitnehmen, keine Frage. Der eine oder andere schreibt hier schon Go. Moment noch, Dirk auch schreibt Moment noch, okay. Alles klar, ich stelle gerade den Timer. Active Games ist bereit, Enzi ist bereit. 9 Stopp. Harpe, was hat das zu bedeuten? Wolltest du Nein schreiben oder 9? Ich weiß schon, das U ist neben dem I, ne? Das ist immer so. Nein, wir warten noch ganz kurz, Leute. Der eine oder andere ist noch nicht ganz fit. Noch nicht ganz bereit. Leo ist ready. Sweet ist ready. Harp hat nochmal korrigiert. Es sollte doch Nein heißen. Das war quasi das englische Nein, ne? So, Nico ist zwischenzeitlich soweit. Justin hat das Game seit heute, alles klar. Na dann, herzlich willkommen am Himmel. Dirk ist auch ready, alles klar. So, Harpe, wie sieht's aus? Bist du soweit? Ich glaube, der Rest könnte dann. Sehe ich den Harpe schon irgendwo? Oh Gott, wie klingt das denn? Ja, die Namen sehe ich alle nicht so richtig, ne? Außer Knuspercode sehe ich gerade gar keinen. Leo hat vor mir den Zitteranfall. Nein, bleib ganz locker. Bleib ganz locker. Ja, manche werden schon wieder ausgeblendet. Der Mix-App steht noch da. Den kann ich lesen. Naja, und wenn wir so eng zusammen sind, dann wissen wir ja, dass die Sachen oftmals nicht so richtig zu sehen sind. So, Harpe, wie sieht's aus? Wir würden dann gerne. Justin ist am PC unterwegs, alles klar. Tja.
Haki ist auch bereit. Sehr gut. Also los, dann pass auf, dann schreibt mir mal alle ein Go bitte in den Chat. Abschließend nochmal, jeder bitte ein Go in den Chat. Und dann gebe ich die Flugfreigabe. Kurz darauf. Active ist auch heute auf dem PC unterwegs. Alles klar, Go, Go, Go. Alle schreiben Go, sehr stark. Wie sieht's aus? Jawohl, sehr gut. Leo, NCS, Black Angel, Sweetie, Kev, Brian, Mario, Rolf, Enzi, Michael. Sieht gut aus, oder? Also Leute, dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Startfreigabe erteilt. Wir geben Schub. Und dann wünsche ich euch einen guten Flug. Haki gibt auch nochmal sein Go, sehr stark. Und zwar jetzt. Ralf, danke schön. Ralf, danke für dein Follow. Und auf geht's. Ja, das klappt doch ganz gut hier, gleichzeitig loszufahren. Das ist immer mit dem Delay im Stream ein bisschen, ne? So eine Sache. So, Flaps hoch. So, und da müssen wir gar nicht so viel Schub geben. Benne dreht schon wieder am Rad. Die Trimmung ein bisschen nachjustieren hier. Was ist hier los? Die zieht nach oben wie wild. Hat natürlich mit der RPM hier zu tun. Ich glaube, die muss ich ein bisschen runterdrehen, weil die ist hier immer rot, ne? RPM 2700. Ab 2700, glaube ich, blinkt die so rot. Mal gucken. 2700. Ja, jetzt ist sie wieder still. Jetzt ist sie wieder drüber. Okay. Ich muss mal ganz kurz, warte mal, war das der Propeller, glaube ich, war hier, ne? Propeller? So, gehen wir mal auf. Gehen wir auf schlanke 75. So. Geben wir wieder ein bisschen mehr Schub. Ein bisschen austarieren hier. So, und ich sehe eure Namen. Sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Seid ihr da? Oh, sehr stark. Ja, was ist denn hier los? Da lacht das Maschinchen. So, Joy ist auch dabei. Danke, Joy. Grüße von Tom in die Runde. Ja, der hat diese Woche leider Dienst. Und das macht es ihm natürlich unmöglich mitzufliegen. Ich weiß nicht, Joy, fliegst du noch mit? Steigst du noch mit ein? Und Justin, ich bin auf der Xbox Series X unterwegs. Tatsächlich. Ich muss noch ein bisschen Schub rausnehmen hier. Bin ja auch viel zu schnell, ne? Sehe ich schon wieder. Und ich will hier eigentlich noch gar nicht so hoch fliegen. Wir müssen dann gucken, wenn wir... Wenn wir hier übersetzen. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt sind wir so auf den 110 circa. Jetzt pendelt sich's hier langsam ein. Das passt ganz gut. Der Himmel ist voll, Ralf. So sieht's aus. Pass auf. Joy schreibt noch, wollte mitfliegen. Also wenn du Lust hast, Joy, dann kannst du natürlich gerne einsteigen. Irgendwo auf unserem Weg. Sagen wir mal so, ja. Irgendwo auf unserem Weg. Und was ich jetzt natürlich anbieten würde, wenn du sagst, du möchtest noch mit rein, wäre die Ortschaft hier... Ushaya nennt die sich. Denn da kommen wir jetzt dann gleich vorbei. Das dauert ungefähr noch, weiß ich nicht. Das ist jetzt 2, 3 benutzerdefinierte Punkte weg. Ich glaube, das müsste hier so sein, da vorne. Also so 20 nautische Meilen oder so haben wir da noch hin, denke ich. Und mit der Geschwindigkeit hier wird das schon so, weiß ich nicht, 10 Minuten vielleicht dauern. Allerhöchstens. Also wenn du Lust hast, ne? Ansonsten mach dir keinen Stress.
fliegst das nächste Mal wieder mit, ne? Schön, dass du mit im Chat bist. Schönen guten Abend und viele Grüße nach Österreich. An der Stelle natürlich auch und in die Schweiz. Ne? Wir haben ja mittlerweile, sind wir hier ja im deutschsprachigen Raum wirklich richtig, richtig gut dabei. So, wie sieht... Oh, was war das? Hilfe! So, Wetter ist ganz gut. Die Berge sind Eis verhangen. Oh, sehr gut, Leute. Der Harpe, guck ihn dir an. Da flitzt er vorbei. So, dann fliegen wir einfach mal der Sonne entgegen, würde ich sagen. Richtung benutzerdefinierten Wegpunkt. Der ist 5 nautische Meilen weg. Oh, herrlich. Ich fliege gerne der Sonne entgegen. So, was macht unsere Höhe? Wir nehmen ein bisschen ab. Dann nehme ich noch ein bisschen Schub rein. Die RPM müssten mit den 75% eigentlich ganz gut passen. Waren es 75? Ich glaube schon, ne? Wollen wir mal gucken. Ja, das passt schon. Ich fliege schön ruhig. Harpe, was ist passiert? Harpe geht baden. Was ist da los? Was ist da los? Beim nächsten Mal fliegst du wieder mit, Joy. So machst du das. Boom, voll der Sky, wieder top. Ja, sehr stark. Ja, ist schon mittlerweile echt gut was los hier, ne? Das ist schon richtig geil. Sehr stark. Ich finde es auch jedes Mal aufs Neue wieder mega, mega beeindruckend, Leute. Ganz echt. Ganz, ganz ehrlich. Richtig, richtig gut. So, jetzt schauen wir mal, was war da los? Harpe, mach einen Neustart oder so. Ist das Sim abgeschmiert oder was war los? Irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da nicht. Er ist baden gegangen. Sehr gut. Also ich sehe die Namensschilder auch und so weiter. Also ist alles bis jetzt alles gut. So, und dann fliegen wir hier so ein bisschen am Land. Oder am Ufer, sagen wir mal so. Weiter zum nächsten benutzerdefinierten Punkt. Knappe 10 nautische Meilen haben wir dahin. Wie gesagt, wir sind da ganz entspannt unterwegs. Knappe 110. Oh, mit der Sonne dann. Das hat schon was, ne? Das hat schon was. 1100 Fuß sind wir hoch. Das passt eigentlich auch. Also wir müssen maximal so auf die 4000, 4500 Fuß dann nachher. Sollte alles kein Problem sein. Und eine Fluppe, Ralf. Jawohl. So, was schreibt Norman? Schönen guten Abend, Norman. Meine Frage, ob ich bei denen erstmal mitspielen. Was? Willst du mitfliegen? Ja, na klar. Dann komm doch einfach mal rum. Steig ein in deinen Hobel und schmeiß dich an den Himmel hier zu uns dazu. Keine Frage. Hallo? Koti, was ist passiert? Dass die Feinde schlecht wird hier. So, was brummt hier noch neben mir? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wer bist denn du? Ich sehe keinen Namen. Du bist zu nah. Ja, es wird nicht überall dargestellt, ne? Tatsächlich. Ja, doch. Wenn ihr ein Stück weiter weg seid, dann sehe ich die Namensschilder dann doch. Du bist ein Blödsinn. Okay, alles klar. Die Flugstile unterscheiden sich. Ja. Das kommt dann schon mal vor, ja.
Oh, Harpe hat ausgemacht. Was los? Funktioniert's nicht? Ja, dann gräme dich nicht. Das nächste Event kommt bestimmt. Und wenn die Technik jetzt gerade ein bisschen streikt, ja, dann ist es so, ne? So, der Michael ist mit der P38 unterwegs. Sehr stark. Mit der PC6, der Erbsenwerfer. Wurschtwasser mit der Kid Fox. Sehr cool. Ja, das sind mehrere unterwegs, ne? Mit der Kid Fox. Sie bietet sich auch für den Flug natürlich hervorragend an. Keine Frage. Koti ist okay, oder? So, wir steigen auch langsam. Das macht nichts. Wir müssen dann eh ein bisschen höher rauf, ne? Langsam, aber stetig. Fast schon. Deutschland-Slowakei 2:1. Kopf 77 gibt gerade ein Update. Für die Eishockey-Fans unter euch. Ja. Wurschtwasser. Ja, so muss das, ne? So, Harpe hat was geschrieben. Moment, ich muss mal gucken. Ich kann natürlich... Ich muss mal... Kann ich hier scrollen? Pass mal auf. Ich darf natürlich dabei nicht abstürzen, ne? Ist klar. Was hat er denn geschrieben hier? Sim ausgemacht. Das sehe ich hier noch, ja. Und dann eventuell noch irgendwas weiter oben, ne? Aber da komme ich jetzt natürlich auf die Schnelle nicht hin. Harpe. So, muss das. So, wie viel Grad hat es denn hier eigentlich? Wie viel Grad haben wir denn hier? 5. Hm, da fliegen wir jetzt ein bisschen in die Schneegebiete eigentlich rein gleich, ne? Sollen wir mal schauen, dass wir dann die Heizung irgendwie vielleicht noch anmachen. Ich habe zwar Eis nur visuell dargestellt, aber dennoch frieren mir gerade ein bisschen die Füße. Müssen wir die Heizung ein bisschen hochdrehen gleich. So, dann drehen wir ein bisschen nordwestlich. Der nächste benutzerdefinierte Punkt ist 7 nautische Meilen weg. Und hier vorne ist jetzt dieser Flugplatz, ne? Also für jemanden, der jetzt einsteigen möchte, für den bietet sich eigentlich der Flughafen hier vorne an oder halt einfach hier am Himmel spawnen. Wir sollten zu sehen sein. Sagen wir es mal so. So, da machen wir die Trimmung nochmal ein bisschen höher. Geben ein bisschen Schub. Wird mal weiter an Höhe gewinnen. Wir müssen so auf 4000 Fuß circa kommen. Damit wir hier gleich gut über die Berge kommen. Und hier vorne wäre diese, also zwei größere Flugplätze. Ushuaia. Ne? Falls es jemanden interessiert. Ushuaia steht auch nochmal in der Videobeschreibung unten drin. Sehr, sehr gut. So, wir sind auf 2200 Fuß. Geben wir mal noch ein bisschen mehr Schub. Und dann fliegen wir hier so zwischen den Bergen durch. Vertical Speed 700, ja, das passt schon so. Das wird schon passen. So, Brian schreibt, seitdem die Hamburg Freezes ausgelöscht wurden, gibt es deutsches Eishockey nicht mehr für mich. Nur noch NHL. Okay, ich bin tatsächlich nicht so im Thema. Da kann ich leider nichts groß zu beitragen. Martin, schönen guten Abend. Ich grüße dich.
So, jetzt hängen wir hier in der Luft. Sehr schön. Gut was los hier. Da ist echt gut was los. Kevin guckt schon mal, wie vorne das Wetter so ist. Sehr gut. Auch schon lange her. Okay. Aber er hat einfach ausgemacht. Dann mach einfach wieder an. Mach einfach wieder an und spring rein, komm. Komm einfach wieder mit rein. So, was ist das für ein Flieger, schreibt Martin? Das ist die Cup Crafter. Die Cup Crafters NX Cup nennt die sich. Ich weiß gar nicht tatsächlich. Also das ist ein Standardflugzeug. Ich weiß allerdings nicht, ob das in der Standardversion mit drin ist oder ob das in irgendeiner größeren Version quasi mit dabei ist vom Flight Sim. Es ist auf jeden Fall nicht gekauft oder so. Boah, was ist denn hier für ein Wind? Hast du das gesehen? Wie es mir hier gerade... Ja, so. Okay, wir drehen mal wieder mehr Richtung Nordwesten. Schön verschneit hier, ne? Bilden sich Eiskristalle hier irgendwie? Nicht, ne? Wie viel Grad hat es jetzt hier? 0 Grad, okay. Können wir mal... Pass mal auf, ich glaube, das hier ist die... Warmluftzufuhr ist aus. Machen wir mal an, komm. Bevor wir hier noch Frostbeulen bekommen. Jetzt haben wir die 4000 Fuß gleich erreicht. Aber es windet scheinbar etwas. Aber schau nur noch zu, alles klar. Dann schnapp dir ein Kaltgetränk, hau dich aufs Sofa und genieße den Flug. So. 5,5 nautische Meilen. Ja, was wollte ich sagen? Also ob das Flugzeug jetzt aus der Deluxe oder Premium Deluxe eventuell ist, ich weiß es nicht. Das könnte sein, aber es ist auf jeden Fall Teil des Standard Flight Sims, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist nichts Gekauftes zusätzlich oder so. Und die fliegt sich tatsächlich echt angenehm, muss ich sagen. Und ich bin ja auf der Xbox unterwegs, ne? Ich bin auf der Xbox unterwegs, Martin. Insofern, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es aus der Deluxe oder Premium Deluxe Edition vielleicht ist. Das könnte sein. Da einfach mal googeln. Oder vielleicht weiß das jemand. Dann schreibt es gerne hier in den Chat. Ob die Cup Crafters NX Cup Teil der Standard-Edition ist. Das würde mich tatsächlich gerade auch mal interessieren. Mev schreibt auch, starke Böen, hänge schräg in der Luft. Oh mein Gott. Oh nein, was ist denn jetzt? Boah, sagte ich schon. Boah, das hat jetzt komisch geklungen hier. Das war so ein typisches, ich stürze mal ab. Weiß ich nicht. So, da müssen wir wieder ein bisschen austrimmen, weil höher möchte ich eigentlich gar nicht. Mal schauen, dass wir die 4,5 so maximal halten. Boah, guck ihn dir an. Das ist jetzt ein Standard-Skin. Du bist sicherlich mit einer anderen Maschine hier unterwegs. Ich lande mal gerade auf dir. Der Mixer, natürlich, mit der F-18. Ganz klar. Boah, Kevin. Da hinten ist Enzi mit der Kitfox. Jawohl. Trinken, trinken. Ja, danke, Harpe. Hast du eigentlich recht, ne? Aber super Live-Wetter, da hattet ihr tatsächlich sowas von recht.
Das hat sich doch mal wieder gelohnt hier mit dem Live-Wetter. Leo ist links neben mir. Hier so? Weiß nicht, wer das hier ist. Gamertag-mäßig meine ich jetzt. King Crash. Könnte sein. Hier habe ich noch jemanden ziemlich nah. Zombie! Servus! Schönen guten Abend! Hast du gefunden? Sehr stark. Ja, also ich finde, das ist eine sehr freundliche Maschine, ne? Die lacht so schön. Dachte mir, komm, die nimmst du heute mal. Leo ist Le Mike. Okay, pass auf. Sehe ich irgendwo deinen Tag? Also es wird auch nicht immer alles ganz gezeigt, ne? Das, ich sag's immer wieder mal gerne dazu, weil der ein oder andere ist vielleicht enttäuscht, dass er sich nicht sieht oder wie auch immer. Boah, wieder eine Windböe hier. Pass mal auf, ich muss mal gerade ein bisschen... Nehmen wir mal ein bisschen Schub raus auch. Hm. Könnte vielleicht... Ich weiß nicht, mit welcher Maschine du unterwegs bist, aber es könnte eventuell... Ich weiß nicht, wer das hier ist. Die Air Force. Wolle! Sehr schön. Was? Bouncing wie in der F1? Ah, das bist du. Okay, alles klar. Sehr gut. So, wie weit haben wir noch? 3 nautische Meilen. Ja, und das, also auch, dass das Flugzeug dann, wenn es sehr nah ist, ausgeblendet wird, ist auch normal, ne? Also das sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Weil es dann einfach zu nah ist, ne? Der Sepp schleicht sich auch schon wieder an da hinten. Ich sehe dich. Ich sehe dich, mein Freund. Und Koti ist am höchsten Grad. Da. Der Enzi ist dabei. Doch, doch, der ist da. Haben wir gerade schon mal gesehen. Wo ist er denn? Wird gerade vielleicht nicht angezeigt. Ich, doch, da ist er. Guck. Hier. Kommt angedüst mit der Kitfox. Blinkenderweise. Das kann ich auch. Pass mal auf. Ich kann auch blinken. Komm, Leo, wir blinken mal. Du kannst das auch. Pass mal auf. Geh mal in die... Oh, wo müssen wir jetzt hin? Okay, das wird noch verfliegen. Der nächste benutzerdefinierte Wegpunkt. Wir drehen mal leicht Richtung Norden ab. Und treffen uns bei Forever Young. So, und in der Zwischenzeit zeige ich dir mal, Leo, wie wir das jetzt machen. Wir schalten mal unsere Landesscheinwerfer an. Und dann blinken wir auch ein bisschen. So, das machst du hier. Landesscheinwerfer an. So, und jetzt guck mal. Was die können, können wir schon lang, ne? Ja, nicht ganz so schön. Da ist die Kitfox einfach besser, ne? Aber ja. Es kommt in die Nähe, ne? Es kommt so in die Nähe. Okay, ich glaube, die höchste Stelle haben wir jetzt damit auch schon überwunden. Da vorne geht es nochmal ein bisschen höher. Und da haben wir auch ein bisschen Optionen für Touch and Go, ne? Also wer das für heute vorhat... Dort vorne kommt ein ganz kleiner Flugplatz gleich. Wir fliegen jetzt gleich Richtung Westen wieder weiter. An der Küste hier entlang. Und da vorne kommt ein kleiner Flugplatz. Sieht man den da schon? Ist das dieser Punkt vielleicht? Also das ist zwischen den Bergen dann. Da fliegen wir genau drüber hinweg. Und wer Bock hat, kann da seine Touch-and-Go-Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis stellen. So. So, Ralf, was? Irgendwie hat es mich ziemlich nach vorne.
Wo ist der Batman? Ich sehe dich gar nicht. Wo ist Batman? Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Er wollte doch hinterherfliegen. Da hinten bist du doch. Du bist doch hinten. Was? Oder was meinst du? Habe ich was falsch verstanden? So. Können wir eigentlich wieder wegen an Höhe verlieren, ne? Nehmen wir mal ein bisschen Schub raus. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter. Langsam aber sicher. So, Haki ist heute mit einer älteren Maschine unterwegs. Mit welcher denn? Mit welcher bist du denn unterwegs, Haki? So, aber das mit dem Schnee hier ist schon richtig, ne? Ralf hat einen Schlenker geflogen, alles klar. War kurz vom Bier abgelenkt? Okay. So, während wir jetzt Höhe verlieren, sind wir natürlich ein bisschen schneller unterwegs, über den 110 Knoten, aber ich bin gut zwischendrin, das passt schon, ne? So, einmal trinken. Da vorne ist der kleine Flugplatz. Wie heißt der denn? Hier. Asopardo. Flugplatz Asopardo in 12 nautischen Meilen. Da können wir Touch and Go machen. Allerdings, und das war heute Morgen zumindest so, kein Plan, wo da eine Landebahn sein soll. Da steht kein Haus, da steht nichts. Also, macht euch auf was gefasst. Wir touchen wahrscheinlich irgendwo am Feld. Also ich ja sowieso nicht, ne? Weißt du Bescheid? Ich ja sowieso nicht. Ich halte mich da ganz gerne zurück. Aus Gründen. Ne? Ich überlasse euch das und beobachte euch dabei. Aber ja, da vorne fliegen wir gleich zwischendurch. Und da habt ihr die Möglichkeit. Ne? Was ist denn hier los? Der Enzi! Was denn da passiert? Oh, wo ist er jetzt? Sehe ich nicht mehr. Ah, hier! Eine T6AP. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht... am Eis zerschell. So, da fliegen wir jetzt schön mittendurch. So, bei Sweet Boy gibt es heute nicht die Linie auf der Karte. Bei mir tatsächlich vorhin auch nicht. Ich mache sie nochmal auf. Mal schauen, ob sie... Nein. Oder warte mal noch ein bisschen. Manchmal lädt es da auch Inhalte erst nach einer gewissen Zeit rein. Aber heute Morgen hatte ich keine Linie. Und vorhin auch nicht. Also das scheint... Ja, der eine Bug kommt, der andere geht. Ne, weißt du Bescheid. Herzlich willkommen im Flight Sim. Solange hier das Programm nicht abstürzt, ist doch alles okay.
der Abendsonne entgegen. So, Harpe haut sich hin. Gute Nacht. Reingehauen. Beim Probeflug ging's, okay. Ja, dann geht's manchmal, manchmal nicht. Ich weiß es nicht. Das war auch schon mal so, ne? Tatsächlich. Ich dachte eigentlich, dass er das... Nee, da kommt auch nichts mehr, ne? Also hier. Von wegen Linie und so weiter. Mal wieder ausschalten. So, jetzt muss ich mal schauen, muss ich da ein bisschen höher fliegen? Oder kommen wir da gut zurecht so mit der Höhe? Hm, vielleicht trimmen wir nochmal ein bisschen nach. Und steigen mal noch so auf 1500 oder so. Bin mir nicht ganz sicher hier. Bin mir nicht ganz sicher. Wie viel Grad hat es hier außen? 5 Grad? Sieht gar nicht so aus. Habt ihr alle Schnee, ja? Hier ist schon... Es ist hier schon schneebedeckt, ne? Bei Live-Wetter. Ist das so? Touch hat funktioniert, steh im Schnee. Ihr müsst flach fliegen. Bei Ralf ist die Linie da, okay. Wie Lucky Luke, so sieht's aus. So sieht's aus. Okay, bei Rolf ist auch Schnee. Ja, Schnee, Michael, alles klar. Super. Danke fürs Feedback. Ich stehe im Wald. Will mal noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Irgendwie sieht mir das da vorne... Bisschen mehr Schub geben. Nee, komme ich schon gut drüber. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer steht hier im Wald. Und das ist halt das, ne? Wenn du dir das anguckst, Flugplatz Asopardo, 4 nautische Meilen voraus, keine Landebahn und nix, ne? Also auch wenn du jetzt hier keinen Schnee hast, siehst du da nix. Also das ist tatsächlich kurios. Ich weiß nicht, wo da der Flugplatz sein soll. Aber okay. Der ein oder andere ist im Landeanflug oder im Touch-and-Go-Anflug. Aber nicht jeder, ne? Nicht jeder? Das passt schon so. Also jeder, wie er will, ne? Das nur noch mal, das sei nur noch mal erwähnt. Ich blink einfach immer noch, ne? Ich weiß, ich habe die Landescheinwerfer an, aber das mache ich ja nur, damit ihr mich besser seht. So. Wir machen hier alle einen auf Lucky Luke. So, wie sieht's aus? Oh ja, der eine oder andere zieht durch hier. Der Lars ist unten, Wolle ist unten, der Benne. XNCS. Oma ist auch irgendwie unten, oder? Enzi ist auch am Landen. So, und jetzt ist halt, ich weiß nicht, wo ist da der Flugplatz? Wo fängt er an, wo hört er auf? Das ist eben die Frage, ne? Ich meine, da ist schon so eine offene Fläche hier, ne? Hier so. Ja, ich denke mal, da wird er auch sein, wo ihr hier steht. Das muss er ja sein, ne? So, ich flieg drüber hinweg. Koti ist im Wald. Sehr gut. Ich flieg ein Stück raus und dreh dann da mal eine Runde, damit wir uns alle wieder einholen hier, ne? Links neben der Markierung. Okay. Also dann wirklich da, wo ihr jetzt gerade steht, ne? Da ist scheinbar die Landebahn. Sehr gut. So, und jetzt drehe ich hier mal eine Runde. Kurz Sightseeing. Damit wir uns hier alle wieder sammeln.
Einmal durchstarten, bitte. Hier ist was los. Ich glaube, an diesem Flugplatz war noch nie so viel los. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Der Koti mit der Mick steht im Wald. Okay, ich drehe mal nochmal eine Runde, ne? Also der eine oder andere steht ja noch unten und sortiert sich gerade. Ne, dass wir jetzt irgendwen zurücklassen. Es wird niemand zurückgelassen. Ansonsten macht am besten hier, wenn er wirklich nicht mehr vom Fleck kommen sollte oder was, macht an dem Flugplatz einfach einen Neustart, ne? Bietet sich hier ja an. Bis zum nächsten Wegpunkt haben wir gleich 15 nautische Meilen circa. Starte wieder, okay. Ich drehe noch eine Runde und dann fliegen wir weiter, ne? Alle nochmal aufs Klo gehen und so. Oh. Oder einen Schluck trinken. Kurzer Aufenthalt hier. Wow. Stark. Wolle. Röstelchen. So, ich glaube, alle sind wieder in der Luft, oder? Sieht so aus. Es sieht so aus, jawohl. Und wir fliegen weiter Richtung nächsten benutzerdefinierten Wegpunkt, circa 15 nautische Meilen. Und da fliegen wir jetzt über, ja, das sind eigentlich drei Inseln, hinweg. Jetzt wieder zurück auf chilenischen Boden. Der Sound hier. Der Eurofighter Dirk, jawohl, so sieht's aus, Wolle. So, was wollte ich sagen? Genau, diese drei Inseln. Lago Kami ist das jetzt hier. Weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche. Und rechts sieht man jetzt dann irgendwie ganz, ganz komische Schluchten und so weiter. Ob das jetzt da tatsächlich so aussieht oder ob da die Darstellung einfach ein bisschen komisch ist. Also hier das so, ne? Ob das hier wirklich so krasse Klippen sind, ich weiß es nicht. Und diese Inseln dann. Wickham, Dawson und Puerto Harris. Da fliegen wir jetzt gleich drüber. Immer der Sonne entgegen, so sieht's aus, Mev. Und da kannst du zum Teil auch durch die Schluchten durchfliegen. Also man könnte jetzt hier zum Beispiel, ne? Wer es ausprobieren möchte, sich da hinten so durchschleichen. Und dann da vorne wieder rauskommen. Also da gibt es mehrere so kleine Punkte, wo du in die Schlucht so ein Stück reinfliegen kannst. Ne, wer sonst nichts zu tun hat, Kev macht's vor, glaube ich. Jetzt ist er weg. Mal gucken, ob er wieder rauskommt. Das war nur Spaß, Kev. Da hinten geht's nicht weiter. Wo fliegst denn du hin? Und? Werden wir ihn nochmal sehen? Ja, Mann! Oh, jetzt ist er weg. Das ist aber ein Darstellungsfehler, ne? Das ist, glaube ich, ein Darstellungsfehler. Er ist bestimmt wieder rausgekommen. Wolle! Fliegt auch einmal hinten durch. Sehr gut. Einmal Klippe umzingeln.
So, wir halten uns westlich. War ein guter Tipp, oder? Sehr stark. Funktioniert. Oh, auch mal so, wo ich hinfliege hier. Schön. Schöne Gegend hier, finde ich. Jawohl, Dauerregen. Check die Insel ab hier. Da ist er wieder, der Kevin. Irgendwo hat er sich versteckt. In der Matrix. So, was ist eigentlich mit meinem Kopf los? Ach so, doch, passt schon. Oh, guck ihn dir an, hier. Ich dachte, mein Kopf steckt irgendwie im Flügel, aber nein. Weit gefehlt. So, ich sollte hier wirklich ein bisschen aufpassen, wo ich hinflieg. Sonst zerschelle ich noch irgendwo und merk's gar nicht. Blacky muss neu starten, alles klar. Mit der Mick hinter dem Felsen mit Mach 1 ist dezent ungesund. ja. Klingt nachvollziehbar. Na dann, hau rein. Und komm zurück. Was? Mario schreibt Höhe 0020? Fuß geht? Was? Hier war's los. Sehr stark. Sieben Grad. Also Eiskristalle hatte ich jetzt an der Scheibe so tatsächlich nicht. Was denn, hattet ihr Eis irgendwie an den Tragflächen oder irgendwo? Aber kälter wird es jetzt eh nicht mehr. Also ich denke mal, ich dachte auf den Bäumen an der höchsten Stelle, so auf 4000 Fuß oder so, dass dann vielleicht was kommt, aber nein. Ja, auch nichts, also ja, ist okay. Knapp über Seeplatte. Mario. Leo ist die ganze Zeit bei mir. Jawohl, ich glaube, ich sehe dich auch immer hier, ne? Das hier bist du doch, ne? Sehr gut. Sehr gut. Grad Celsius. So sieht's aus. Hatte ich auch gerade. Oh, da oben ist ein Zivilflugzeug, oder? Was ist das? Was blinkt hier so? Komisch. Das ist ein... Nee, das muss jemand von uns sein hier. Raffi! Auf einmal taucht er auf, der Raffi. So, jetzt geht das Eis dann langsam weg.
gucken, ob es noch Tag ist, wenn wir ankommen. Heißt, haut auf. Jawohl, so sieht's aus, Mev. Cool, ne? Wird wärmer. Heißt, haut auf. Mhm. So, ich muss mal nachschenken hier. Bevor es wieder Mecker gibt hier, ne? So. Ach, schön. Boah. Geh mal 5 Minuten auf Autopilot, die Frau hat gerufen, in Klammern. Dirk, alles klar, bis gleich. Guck mal nach dem Rechten. Wie gut hier mit dem Eis, ne? Sieht gut aus. Das sieht doch ganz okay aus. So, zwei Leute hängen, glaube ich, hinterher. Also wenn wir mal kreiseln sollten oder sollen, ja, dann schreibt es gerne auch in den Chat. Dann können wir hier schon mal den Kreis ziehen, falls irgendwer hinterher hängt oder so. 11 nautische Meilen bis zum nächsten benutzerdefinierten Wegpunkt. Ich muss mal gucken. Ja, das werden dann jetzt diese Inseln dann langsam sein, die ich gerade erwähnt hatte hier. Wickham, Dawson und Puerto Harry. Auf zu Harry. 1400 Fuß bin ich hoch. Mal gucken, so hoch muss ich eigentlich gar nicht. Ist doch ganz schön da unten. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Höhe raus. Okay, Blackie ist ganz hinten, alles klar. Danke für den Statusbericht. Die sind weg. So, jetzt kann ich auch mal Le Mike sehen. Guck mal hier. Jetzt sehe ich auch mal deinen Namen. Sehr cool. Ja, wenn man zu nah ist, dann sieht man es nicht, ne? Hier klingt es wieder nach was Großem. Jetzt ist er schon weg. Oder da vorne gleich auftauchen, jawohl. So, dort drüben ist immer noch Schnee. Krass. Krasse Gegend hier. So 800 Fuß ist ganz gut, glaube ich. Hier sind manchmal so krasse Löcher hier drin. Und zum Glück ist das Flackern wieder weg, ne? Zum Glück ist das Flackern wieder weg im Cockpit. Das war schon nervig, ne? Mit dem letzten Update wurde das wieder korrigiert. Ja, das ist halt einfach so, ne? Die machen hier Tests ohne Ende. Und trotzdem, und dann läuft's, ja? Und trotzdem, wenn sie es dann releasen, ihre Updates, stellt die Masse halt dann doch noch Fehler fest, die vorher nicht erkennbar waren, ne? Hier ist auch so eine komische Erdspalte. Guck dir das an.
Manchmal ist der Sound ein bisschen buggy, ne? Also gerade beim Rein- und Rausgehen. Aber wie gesagt, wir fliegen hier auch unter Extrembedingungen, ne? Mit so vielen Flugzeugen und mit voller Darstellung und allen Live-Daten und so weiter. Also das kann schon mal ein bisschen für Schluck aufsorgen. Das kann tatsächlich schon mal ein bisschen für Schluck aufsorgen. So, schöne Gegend ausgesucht. Danke, Mario. Top Gegend, Mev. Gefällt mir auch gut. Also ich weiß nicht, es war reiner Zufall im Endeffekt wieder, ne? Wie so diese Flugrouten teilweise zustande kommen. Aber umso schöner, wenn es auch dem entspricht, was ihr so gerne fliegt. Immer noch 7 Grad. Frisur sitzt. Glaube ich zumindest. Ja, passt so, ne? Würde ich sagen. Passt so. So. Boah, was ist denn hier los? Guck dir das an. Wie geil. Ist halt wie Urlaub, ja? Ne? So muss das. Sehr schön. So, 1800 Fuß schon wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt später, ob wir die Möwen finden. Schlunzi! Servus! Was ist denn hier los, fragt er. Ja, was ist hier los? Wo bist du? Schmeiß den Sim an und rein damit. Ja, Brian, danke schön. Brian ist jetzt Teil des Supporters Club. Herzlich willkommen. Brian, grüß dich. Servus. Guck dich gerne um in den Bereichen, die exklusiv für den Supporters Club da sind. Schau dir das in Ruhe an. Da gibt es ein paar Community-Beiträge. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön, Brian. Wieder im Anflug, Frau ist versorgt. Aha, Dirk, so schnell geht das also bei dir. Alles klar, Mann. Weißt du Bescheid. Wo kann ich einsteigen, schreibt Schlonzi. Du kannst einsteigen. Pass mal auf, wo sind wir jetzt? Wir sind, am besten guckst du mal in die Videobeschreibung rein. Ich mach mal die VFR mit auf. Und mach die mal ein bisschen größer. Wo ist denn mein Cursor? Weiß er doch. Wir sind jetzt kurz vor diesen kleinen Inseln hier. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwie ein Flughafen noch in der Nähe ist. Ich glaube es fast nicht. Leider wird es auf der VFR aktuell nicht angezeigt, warum auch immer. Weiß der Bescheid, ne? Muss mal meine Trimmung ein bisschen nachkorrigieren. Ich steige hier immer weiter hoch und will das eigentlich gar nicht. Was ist mit meinen Flaps los? Wieso habe ich die Flaps? Was habe ich hier verstellt? Gott! Ein bisschen Schub rausnehmen. Dass ich wieder langsam an Höhe verliere. Ich will gar nicht so hoch. Ranzoomen, dann zeigt das an, ja, aber da, ich glaube, hier ist nichts. Hier ist einfach. Da ist einfach tote Hose.
Da ist einfach nichts. Hm. Also wenn du den, wenn du die Videobeschreibung anguckst, wir sind hier, und dann vielleicht mal auf Google Maps nebenbei guckst und dir, was gibt's da am besten ein? Puerto Harris. Ja, da sind wir gerade. Da fliegen wir jetzt gerade drauf zu. Puerto Harris. Ja, hätte sein können, Blackie. So sieht's aus. Der nächste. Okay, Mario hat ja gerade was geschrieben im Chat. Der nächste Flugplatz. Und wenn du dich da vermutlich östlich davon irgendwo auf die Map setzt, dann solltest du uns kommen sehen, Schlonzi. Guck mal, Mario hat ein bisschen was geschrieben dazu. Danke, Mario. Ich lasse die VFR mal ein bisschen offen, dann siehst du die. Das hilft dir vielleicht ein bisschen. Dann kannst du hier mit einsteigen. Schlonzi, wir glauben an dich. Du wirst uns finden. So, was ist denn hier los? Was brummt denn hier so? Jawohl. Mal gucken, wer da alles drin sitzt. Wen hast denn du alles dabei? Das war zu nah. Das war tatsächlich zu nah. Da ist er wieder. Ja, probier's aus, Schlonzi. Kriegen wir hin. Dort, wo der Himmel voller Flugzeuge hängt, da kommst du einfach hin. Lass die Map, wie gesagt, noch ein bisschen auf, dann kann sich daran auch ein bisschen orientieren. So, 10 nautische Meilen noch. Ich glaube, den Wegpunkt hatte ich direkt auf diese Inseln gesetzt und dann den nächsten wieder Richtung Festland. Also dann hier so. Und ich glaube, hier ist auch irgendwo ein Flughafen. An der Küste. Ja. Oder auch nicht. Mario hat voll die Peilung. Was? Einer ist baden gegangen? Wo ist jemand baden gegangen? Ja, blinkt er vor sich hin. Micha! Schön. Ich finde auch gut, dass das Wetter gerade so schön passt. Ah, ist schon raus. Okay, eventuell Neustart. Ja, na klar, dann wahrscheinlich wird es sich hier nochmal draufsetzen. Kann natürlich auch mal sein, dass sich jemand einfach mit dranhängt, ne? Der vielleicht weder hier im Livestream dabei ist, noch irgendwie im Chat oder sonstiges, sondern den wir einfach zufällig abholen irgendwo, weil er sich denkt, hey, was ist denn hier los? Das muss schon krass aussehen, finde ich. Wenn der dir, wenn er halt mit Live-Daten fliegt, also dass er auch alle Spiele sehen kann und so weiter, und dann einfach zufällig hier durchfliegt, weil er sich denkt, oh, hier ist immer so schön ruhig. Und dann kommen wir um die Ecke und machen hier mal richtig Radau.
Und dann kann es ja auch mal sein, dass wir jemanden einsammeln, den wir so gar nicht wirklich vielleicht bisher mit dabei hatte. Ne? Aber wenn ich so auf die Gamertags gucke, dann glaube ich, sind wir da schon mittlerweile in der altbekannten Truppe hier. Ne? Wahnsinn, Leute. Ist das cool, oder? So, und ich schaue natürlich, dass ich weiterhin alle 14 Tage circa, ne, einen der Community-Events realisiere, denn ich denke mal so, der 14-Tage-Rhythmus ist, denke ich, okay, dann ist es nicht so oft, ja, dann bleibt es auch was Besonderes, ja, es ist auch so, es bedarf natürlich auch immer einer gewissen Vorbereitung meinerseits und so weiter, um das alles entsprechend zu planen und zu machen, und da komme ich in so einem 14-Tages-Rhythmus eigentlich ganz gut klar mit, und ja, von der Zeit her ist es halt immer so eine Sache, ne. Dem einen passt Samstagabend 21 Uhr ganz gut. Der andere wäre vielleicht eher Sonntagvormittag um 11 gerne dabei oder so. Ne? Ich muss natürlich in erster Linie immer gucken, wie passt es für mich zeitlich, um das Ganze umzusetzen. Und dann habe ich einfach die Hoffnung, dass so viele wie möglich mitmachen können. Die Luftpolizei. Da willst du ein bisschen Ruhe. Und ja, und dann kommen die Europäer. Genau so. Falls jemand eine Tür von der Fox findet, die gehört Kev. Wer sie findet, bitte mitnehmen. Genau, die Cup Crafters hat von vorne einen Smiley, ne? Deswegen sage ich ja, die lacht immer so schön, die Maschine. Die sieht richtig freundlich aus hier, ne? Und dann zoomst du ran und dann sitzt da ich. Sag mal, was ist denn hier hinten los? Was hast denn du mit mir hier vor? Da kommt noch so ein Smiley, guck mal. Schön. Wie krass, oder? Wie krass halt einfach. So, 13 nautische Meilen bis zum nächsten Spot. Und das ist da, das sind dann, glaube ich, die Inseln da drüben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, muss ja so sein, klar. Guck auf die VFR. Schlonzi, wie sieht's aus? Bist du da? Ist da ein Airport in der Nähe? Fragt er nochmal. Tja, das ist eben die Frage. Ne? Also auf diesen Inseln, glaube ich, war keiner. Ich sehe es jetzt hier tatsächlich leider nicht. Brian schreibt hier nochmal, starte bei SCCI. Also das ist wohl der am nahegelegenste Airport. Auf dem kannst du durchstarten und uns dann entgegenfliegen. Dann müsste das klappen. Okay, sehr gut. Boah, die Sonne geht halt jetzt unter. Hat ein bisschen was vom König der Löwen, ne? Aber ich glaube, da ist ja aufgegangen. So, dann mache ich die Map mal aus. Ein Träumchen. So, jetzt wenn es wirklich Nacht wird, fliegen wir dann in der Nacht weiter oder was machen wir? Nachts sind wir noch nie geflogen, ne? Einfach deswegen, weil ich euch natürlich gut sehen möchte.
Eine Stunde sind wir unterwegs, schreibt Ralf. Das kann ungefähr hinkommen. Der Stream läuft jetzt seit 93 Minuten, sagt YouTube. Und ihr wisst ja, YouTube hat immer recht. Und vielleicht davor eine halbe Stunde Laberababer, ne? Und dann ging's los. Also ja, das könnte ungefähr hinkommen mit einer Stunde Flugzeit. 90 Minuten insgesamt. Ich mach mal hier nochmal ganz kurz die Map auf. Mal gucken, ob das ungefähr hinkommt. So, wir sind hier unten gestartet. So, hier so, ne? Ich glaube, hier so sind wir gestartet irgendwo. Dann quasi hier so durchs Gebirge. Einmal hier war der Flugplatz. Touch and go. Ihr erinnert euch? Und jetzt sind wir also hier. Ja, das könnte hinkommen. Da oben ist unser Zielflughafen. Insofern, ja, sieht das eigentlich schon so aus, als könnte das ungefähr hinkommen. Wenn wir da jetzt sauber drüber fliegen. Dass wir noch eine gute halbe Stunde vor uns haben und dann kommen wir auf eine insgesamt Flugzeit von ca. 90 Minuten. Ja, das könnte stimmen. Ralf, sehr gut. Haki hat die Tür, Kev. Gut, bring sie einfach mit. Bring sie einfach mit. Abzugeben dann am Airport. Am Zielflughafen ist Türübergabe. Sehr stark. So, dann machen wir die mal wieder ein bisschen kleiner hier. Beziehungsweise auch dann wieder aus. So. Hübscher kleiner Flieger, bis jetzt noch gar nicht beachtet, ja. Also mir hat die auch sofort gut gefallen, muss ich sagen. Die fliegt sich sehr angenehm und entspannt. Wo du nur, wie gesagt, darauf achten musst, ist, wenn du gestartet bist, dass du die Rotation ein Stück runter drehst vom Propeller. Also die RPM hier vorne. Sonst hast du hier ständig rote Signale, ja, hier drinnen. Die RPM ein Stück runter drehen, weil ab 2700 blinkt das hier rot. Und das hat mich dann immer ein bisschen irritiert. Und das machst du am besten, indem du hier mal kurz ein bisschen korrigieren. Indem du hier den Propeller auf, ich sag mal, 75% circa stellst, wie es bei mir jetzt ist. Ne? Da klickst du rein, gehst, weil der ist standardmäßig auf 100. Wenn du von der Startbahn startest, wenn es natürlich Cold and Dark unterwegs bist, dann kannst du es ja entsprechend, musst du es sowieso einstellen. Und wenn du dann in der Luft bist, dann hier so auf 75%. Und dann pendelt sich das hier auf diesem Wert ungefähr so bei 2500 ein. Also unter den 2700, wo es dann störend wird, sagen wir mal so. Weil wenn hier ständig was rot blinkt, ja, ich mag sowas halt. Also wenn es dich nicht stört, dann kannst du es auch lassen, ist kein Problem. Aber rote Blinklichter sind immer irgendwie so ein, weiß ich nicht. Das irritiert immer ein bisschen, finde ich. So, jetzt bin ich direkt vom Kurs abgekommen hier. Nachkorrigieren. 1500 Fuß. Das passt. Okay, Schlonzi ist in der Luft. Er pirscht sich ran mit dem Eurofighter. Alles klar, dann sehen wir uns ja gleich. Also sollte euch irgendwas Undefinierbares gleich um die Ohren fliegen, entgegenkommend, dann wisst ihr, wer es war. Dann war das der Schlonzi. Sehr gut. Sogar dein Display gesehen. Ich glaube, die RPM passen jetzt. So, das sind jetzt hier die Inseln. Ich glaube, die unterste müsste hier Wickham sein. Die in der Mitte ist Dawson. Und die auf der rechten Seite, also dahinter, sollte dann Puerto Harris sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich müsste aber Google noch mit bemühen. Tatsächlich Google Maps mal. Live-Wetter ist super, ne? Mit den Spiegelungen und so weiter. Das sieht schon gut aus, finde ich. Da hast du völlig recht. Ich bin nur gespannt. Wenn jetzt die Sonne gleich gar weg ist, dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ne?
ob wir irgendwie da nochmal nachrutschen, was die Zeit angeht, oder ob wir es durchziehen. Ich wäre für Letzteres. Ich glaube, wir ziehen das heute durch und landen auf der beleuchteten Landebahn bei Nacht. Das wäre auch mal ganz interessant. So, südwestlich, nächster Wegpunkt, knappe 5 nautische Meilen, kriegen wir hin. Oha, das klingt doch nach Rasenmäher hier. Was ist das? Stark. Mal gucken, wo bin ich? Vorsicht mit der Höhe. Ja, sind direkt wieder die Aufwinde, ne? Das siehst du am Flugzeug, wie es hier am Wackeln ist. Wenn es hier so in die Hänge reinfliegst. Ist cool. Richtig gut. Wow! Der Benne! Jetzt bin ich mal gespannt, wann Schlonzi auftaucht hier. Sind die Sterne teilweise schon zu sehen, ne? Am Himmel. Seht ihr das auch bei euch? Die Sterne kommen schon langsam raus hier. Ich bin gespannt, wann der Schlonzi auftaucht. So, ich trinke nochmal ein Schlückchen. Da vorne ist er doch. Ich lese ihn doch schon. Da kommt er. Habe ich zu schnell rangezoomt. Schlonzi ist da, Leute. Herzlich willkommen. Mit der Air Force. Kannst du uns sehen? Bin da. Jawohl, da ist er schon. Er kommt. Sehr cool. Hat geklappt. Ja dann, schönen guten Abend. Häng dich dran. Yes! So, was ist denn mit dem Wegpunkt hier los? Warum geht der nicht weg? Jetzt. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bestätigen könnt. Dass ich, wenn ich eine Flugroute erstellt habe und die abgeflogen bin, dass manchmal benutzerdefinierte Wegpunkte einfach festhängen. Also da kannst du hinfliegen und er springt einfach nicht zum nächsten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Gerne da auch mal Feedback zu. Also das hatte ich nicht oft, ne? Aber es kam schon vor. Und dann war zwar die weiße Linie noch zu sehen, wenn sie denn zu sehen war, generell. Ja, also ja. Aber der Wegpunkt ist nicht weitergesprungen. Was dann irgendwie doof war. Ich konnte zwar den Flug dann auch beenden und so weiter. Das war dann trotzdem möglich. Aber das war schon irritierend. Weil natürlich ständig der benutzerdefinierte Wegpunkt immer hinter dir dann quasi gehangen war. So, Schlonzi, ja gerne. Schön, dass du mit am Start bist. Siehst du mal. Da oben ist er. Sehr stark. Bin zu nah dran. Sehr gut. Zu weit vom Wegpunkt weg, meinst du, Enzi? Nee, ich bin ja direkt hingeflogen. Also direkt drauf zugeflogen und auch stetig, nicht irgendwie abgedriftet oder sonst was, sondern wirklich drauf zugeflogen.
und direkt darüber hinweggeflogen. Also, und er ist einfach nicht zum nächsten, deswegen. Activate LEG, kann mal einen Tut dazu machen. Ja, gerne. Meinst du, das ist eine Einstellungssache? Aber wenn ich doch alles so einstelle wie immer und dann funktioniert es nicht, dann weiß ich nicht. Ja, aber gerne. Also wenn es da eine Möglichkeit gibt, das zu aktivieren oder wie auch immer, dann immer her damit. Ja, perfekt. Siehst du? So, was habe ich denn jetzt da vorne in der Grafik für eine Kante drin? Guckt ihr das mal an. Seht ihr das? Was ist das denn? Ich gehe mal mit meinem Cursor hin. Seht ihr diesen Streifen da hinten? Ist der bei euch auch? Der geht hier komplett einmal durch. Ist das eine Seilbahn oder was ist das? Das kann doch nicht gewollt sein. Da geht's weiter, guck. Hier so. Ne? Das zu sehen im Stream? Ich weiß es nicht. Hat Andreas auch? Alles klar. NCS auch? Ja, dann liegt es schon mal nicht... Jetzt nicht nur an mir oder an irgendeiner Einstellung bei mir oder so. Black hat auch die Linie. Ralf! Servus! Der Ereignishorizont. Okay. Sehr gut. Ja, einfach rauszoomen, dann siehst du ihn nicht mehr, ne? Den Streifen gibt's bei Kopf auch. Kommt immer wieder mal, schreibt Rolf. Phaser Racer hat auch den Streifen. Phaser, grüß dich! Das fällt mir das erste Mal auf. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Habt ihr das öfter? Zwischen den Bergen hier ist er nicht, ne? Also es scheint kein genereller Streifen zu sein. Dort, wo quasi das Land aufhört, hört auch der Streifen auf. Hier so, ne? Da ist Schluss. Hier ist Schluss, da fängt er wieder an. Komisch. Welche Zoom-Stufe ist der zu sehen? Ich glaube, der ist sogar so zu sehen. Ich glaube, ich sehe ihn sogar hier. Na gut. Active hat keinen Streifen. Andreas auch das erste Mal. Messer jockelt bei ihm nicht. Die Linie ist der Horizontbug schon bestimmt seit 6 Monaten, schreibt NC. Okay, danke dir. Michael hat den Streifen auch. Okay. Den gibt schon seit 6 Monaten und ich habe den noch kein einziges Mal gesehen. Wahnsinn, oder? Da hatte ich bisher Glück. Bei Haki ist er nicht. Ja, ist auch nicht immer dann da scheinbar. Also nicht generell jetzt. Kommt und geht, wie er will. So, jetzt macht mal alle schön eure Scheinwerfer an. Es wird langsam Nacht, ne? Also ja, es sind Landesscheinwerfer, ne? Braucht man eigentlich noch nicht. Aber ich würde mal sagen, je mehr es blinkt, desto besser. Bei den Lichtverhältnissen sieht man einfach auch mehr. Okay, das kann gut sein. Ja, das kann natürlich sein. Also ich bin ja, gerade in den Community-Events war ich immer am Tag unterwegs. Ne? Da hat mal in der Morgendämmerung vielleicht auch, also wenn es morgens quasi, wenn die Sonne aufgeht. Den Streifen gibt es schon seit mehr als einem Jahr, schreibt Kopf. Alles klar, dann hatte ich bisher scheinbar einfach immer Glück.
Ja, ja, der geht hier auch durch. Da ist er doch auch. Der war bloß gerade irgendwie noch nicht zu sehen. Warum auch immer. Ja. Am besten sieht man den an der Mosel, schreibt Kev. So, schauen wir auf die Map. Wo sind wir denn schon? Jetzt sind wir hier über den Inseln. Alter, der Sepp. Jetzt geht's dann langsam rüber aufs Festland. Naja, gut. So, wie macht's ihr mit den Einstellungen? Wenn's jetzt Nacht wird, fliegt ihr weiter mit Live-Daten, also sprich Live-Uhrzeit? Oder sagt ihr, nö, ihr stellt für euch die Zeit um? Auch da gerne mal Feedback dazu. Zwischenzeitlich trinke ich mal nochmal hier. Röstlichen. Live weiter. Live weiter. Der Metzer Jockel, na toll. Jetzt siehst du ihn auch. Den Streifen, jetzt wo wir es erwähnt haben, ne? Zeit bleibt, schreibt er auch. Wie im echten Leben, so ist es. Ich bleib bei Livezeit, ich bleib auch bei Livezeit. In echt kannst du es auch nicht ändern, so sieht's aus. Zeit bleibt, schreibt Schlonzi auch. Ja. Machen wir so, behalten wir bei. Haki schreibt auch live. Sehr gut. So, und wenn wir jetzt an diesem nächsten Punkt hier sind, gute 5 nautische Meilen, dann geht es rüber ans Festland. Also so in diese Richtung hier grob rüber, denke ich. Und dann fliegen wir an der Küste da entlang Richtung Norden. Boah, ist hier was los? Wahnsinn! Da hinten geht der Mond auf. Gut halt einfach. Jetzt haben wir auch noch Vollmond, ne? Jetzt haben wir auch noch Vollmond. Auch noch das. Schnell einen Screenshot machen hier. Am Zielflughafen machen wir natürlich auch noch ein paar.
jetzt geht's rüber aufs Festland. Mal gucken, wenn es jetzt dann dunkel ist oder nahezu dunkel, ob wir die Möwen überhaupt sehen können. Ein Schwarm Möwen soll da... Ui, was war das denn? Soll da umherfliegen. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Höhe oder wie auch immer. Werden wir dann gleich sehen. Gerade noch mal, was alles in dem Patch drin war jetzt für das Sim-Update. Um die Uhrzeit werden es Fledermäuse, so sieht's aus, Rolf. Mal gucken, ob wir überhaupt was sehen. Ich bin teilweise schon so Fauna-Ziele angeflogen und habe halt einfach nichts gefunden. Also das jetzt Bären waren oder Flamingos oder Giraffen. Gibt ja doch verschiedene. Joy schreibt, beim nächsten Flight Sim kannst du über unser Hotel fliegen. Winken dann vom Strand aus zu. So machen wir das. Das ist ein Deal. Das klingt nach einem Plan. Fauna-Gedöns musste weit runter und dann nah ran. Ja, also ich habe dann teilweise auch die aktive Pause eben eingeschalten und bin dann mit der Drohne ein bisschen unterwegs gewesen, um die Ziele zu finden. Manchmal siehst du es sofort, andere Male, ja, es ist tatsächlich irgendwie komisch. Manchmal drehen sich die Propeller, manchmal nicht. Jetzt wieder nicht mehr, guck. Komisch. Fahrgestell ist mit Sicherheit auch nicht ausgefahren. Bin gespannt, wann sie das mal hinbekommen, dass es entsprechend dargestellt wird. Ja, es ist einfach ein ständiger Prozess und es wird es auch bleiben, ne? Die Weiterentwicklung und Optimierung und so weiter von dem Titel, das ist einfach ein endloses Projekt. So, jetzt kommen wir gleich aufs Festland rüber. Und dann geht es weiter Richtung Norden. Ein Stückchen haben wir noch. Schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Ja, lass mal gleich mal gucken. Ich glaube, unser Flugplatz ist dann hier so ungefähr.
Naja, da ist er, guck. Aufpassen, dass er den Punkt hier mitnimmt. Ach, das war's schon. Okay. Schlonzi! Da düst er hin. Grad. Jetzt nach Norden, genauso ist es, Mario. Und ich habe diesen Spot mit den Möwen auch direkt hier in die benutzerdefinierten Punkte eingebaut. Das heißt, der müsste uns dann auch als solche angezeigt werden gleich. Weil das siehst du jetzt natürlich auch auf der Map nicht, ne? Hier. Das müsste aber kurz vor Landung erst passieren. So, ich weiß nicht, ungefähr hier so. Hier so müsste ungefähr dieser Spot sein mit den Möwen. Mal gucken, ob wir da was sehen. Enzi meinte relativ weit runter. Na, dann machen wir das doch mal. Gehen wir gleich mal langsam runter. Was wäre so die Höhe? Was schätzt ihr da, Enzi? Oder generell mal in die Runde gefragt. Auf welcher Höhe sollten wir uns befinden, um die Tierchen zu sehen? Fuß, okay. Also der Spot hier ist es noch nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass es hier oben vielleicht so in etwa der Fall ist. Ja, gehen wir langsam ein bisschen runter. Schön hier mit den Beleuchtungen auch und so weiter, ne? Das sieht halt schon richtig gut aus, finde ich. Fuß langsam runtergehend, passt doch. Oh. Er ist ein bisschen am Jumpen hier. Schlonzi! Sehr stark.
So, und ab Ende diesen Monat, weil ich jetzt hier den die Air Force nochmal sehe, von Schlonzi, kommt ja Top Gun DLC, ne? Das sei an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt. Kostenloser Zusatzinhalt. Bin mal gespannt, was sie da draus machen. Gab es da schon irgendwie Details oder so? Hat da jemand Infos dazu? Macht die hier Touch and Go auf der Straße oder was? So, was steht jetzt hier? Unter Arenas? Möwen oder was steht da drunter? Wieso habe ich jetzt hier... Sehr komisch. Das müsste der Spot sein jetzt gleich. Oder was heißt gleich 20 nautische Meilen, gut noch. Touch and Crash. Der wahrscheinlich mit Flugzeugträger. Das Top Gun Update, na, das hofft man ja tatsächlich, dass in der Richtung was dabei ist. Ne? Das wäre natürlich mega gut. Müsste aber eigentlich ja so sein, ja. Ich meine, wenn ich mit diesem DLC, wann dann, ja? So, wir tuckern hier ganz gemütlich die Küste entlang. Bin ja gespannt, wenn es hier richtig dunkel ist. Ja, das dauert schon noch einen Moment. So, wer macht hier Touch and Crash? Der Haki? Der will es ganz genau wissen. Gucken die an. Den Teufelskerl. Sehr stark. Noch jemand am... Oh, Enzi, guck mal. Hier, er ist auch ganz, ganz nah dran. Komm ich noch näher ran, um dich zu sehen? Hier so, guck. Oh, Vorsicht! Nicht übertreiben. Noch jemand? Oh ja, da hinten. Guck mal, der Mev. Oder sieht das jetzt nur so aus? Ist das eine optische Täuschung? Wieso fliege ich eigentlich raus aufs Meer? Da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Keine Möwe in Sicht. Nein, wir sind noch nicht da, tatsächlich. Es war Koti. I can't drive 55. Schlonzi. Mit der Maschine sowieso nicht, ne? Oh, Puma hat eine Zwischenpause eingelegt hier. Kurzer Zwischenstopp. Einmal durchstarten.
Wo ist denn der Pilot? Da sitzt ja gar keiner drin. Okay. Oder doch? Vielleicht jetzt? Ich glaube nicht, ne? Wird mir hier nicht angezeigt. So, 15 nautische Meilen bis zu den Möwen. Wir kommen! So, Koti fliegt jetzt hier die A320 Neo. So, mal ein bisschen runter wieder hier. Autofahrer erschrecken. Haki? Was glaube ich, wenn du hier auf einmal auf der Straße ankommst? So, wo ist jetzt mein... Ach, hier hinten. 12, okay. Cool, total gechillt heute hier. Total gechillt. So, seid ihr noch alle wach hier, ja? Alles gut da hinten? Ich glaube ja. Oh, der Mond. Guck mal, da hinten ist er wieder. Das Wetter schlägt scheinbar auch ein bisschen um da hinten. Total wolkenverhangen jetzt. So, pass auf. Das sind jetzt 10 nautische Meilen, ne? Und ihr seht das dort hinten. Hier, ja, da ist nämlich auch schon unser Flugplatz. Also es ist jetzt nicht mehr allzu weit. Das sei nur nochmal an der Stelle erwähnt. Hier haben wir jetzt den Möwenspot. Der ist hier. Und dann im Anschluss fliegen wir noch, ich glaube, einen benutzerdefinierten Wegpunkt an und dann aber direkt schon auf den Flugplatz. Also man sieht ihn hier auch schon blinken. Jetzt sieht man es ganz gut wieder hier, ne? Hier sind die Landebahnen. Also nur, dass er ungefähr ein Zeitgefühl dafür bekommt. Es ist nicht mehr so weit. Es ist nicht mehr allzu weit. Lost Visual? Was? Enzi, was hast du verloren? Siehst du uns nicht mehr, oder was? Oder was? Oder wie? So, 250 bis 400 oder 500 Fuß hat er geschrieben vorhin. Sollten wir ungefähr haben. Wenn wir jetzt gleich am Möwenspot sind.
fast alle weg. Monitor umgekippt. Oh, ich dachte jetzt, dass der Bug... Ich habe jetzt bewusst mal nichts gesagt, ne, den ganzen Flug über. Weil wir hatten ja doch immer wieder Kollegen dabei, die dann auf einmal gar keinen mehr gesehen haben. Ja, die plötzlich alleine unterwegs waren. Die anderen waren natürlich alle noch da. Aber sie wurden halt nicht mehr angezeigt. Und ich habe jetzt mal bewusst nichts gesagt, weil ich die Hoffnung einfach hatte, dass nach dem Update und nach dem erfolgten Patch, dass das vielleicht jetzt weg ist, dieser Fehler. Aber wenn das bei dir tatsächlich auch wieder der Fall ist, dann muss man einfach sagen, okay, der Fehler besteht nach wie vor. Bei Dirk waren auch gerade alle weg. Jetzt sind alle wieder da, schreibt er. Okay. Mev sieht alle. Mario auch. Bei Rolf waren auch mal kurz alle weg. Nach 5 Minuten wieder alle da. Okay. Also es gibt nach wie vor den Fehler, scheinbar, was die Darstellung angeht. Serverseitig, ne? Ja. Das muss eigentlich eher serverseitig sein, ja. Und dennoch muss natürlich ein Gesamtinteresse bestehen, das irgendwann mal in den Griff zu bekommen, weil das ist natürlich schon schade, ne? So, 4 nautische Meilen. Ich will es nur noch mal sagen, ne? Schauen wir mal, dass wir so auf die 500 Fuß vielleicht runtergehen. Uff, was war das denn? Der Benne! Dass wir so auf die 500 Fuß circa runtergehen. Ich bin hart im gelben Bereich hier. Mal ein bisschen Schub raus. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Möwen finden. Werde ich gleich nichts mehr sehen hier, weil alle an der Windscheibe kleben. So, ich bin jetzt mal so auf 300 Fuß. Müsste eigentlich passen. Okay, ihr seid teilweise ja weiter vorne. Habt ihr schon Möwenalarm oder was? Wie sieht's aus da vorne? Könnt ihr schon was sehen? Sterne und so, ne? Das sieht schon geil aus, oder? Das sieht halt mega gut aus. Guckt ihr das mal an mit dem Mond jetzt hier noch. Wie das Mondlicht im Wasser schimmert. So, Konzentration. Möwenalarm. Nichts zu sehen, schreibt Brian. Ich sehe jetzt hier tatsächlich auch nichts. Ist einfach mal gar nichts, oder? Bin auf knapp unter 300 Fuß. Das müsste eigentlich ganz gut passen. So, und genau hier ist eigentlich der Spot jetzt. Aber gut, vielleicht ist das auch uhrzeitabhängig, ne? Vielleicht sind die nicht nachtaktiv. Nacktaktiv. Sind Möwen eigentlich nacktaktiv? Also ich sehe nichts. Außer euch sehe ich nichts. Ich sehe nur Flugzeuge. Keine Möwen. Wollen wir mal eine Runde drehen? Ich drehe mal eine lockere Runde. Vielleicht sind wir mehr so im Landesinneren. Ja, mit den Beleuchtungen und so sieht schon richtig gut aus, ne? Das sieht hier schon richtig gut aus. Ich bin jetzt auf knappe 400 Fuß. Da vielleicht nicht ganz so hoch. Nichts zu sehen, oder? Möwen schlafen. Die pennen schon. Sind die Schlafmöwen. Okay. Ja, gut. Punta Arenas Möwen sind nicht nachtaktiv und deshalb gerade nicht zu sehen, nicht anzutreffen. Alles klar, wir fliegen weiter zum nächsten benutzerdefinierten Wegpunkt und der ist jetzt tatsächlich nur 5 nautische Meilen weg und danach befinden wir uns im Anflug auf den Flughafen, ja? Das nur nochmal
als Ergänzung. Und dann wünsche ich euch eine gute Landung. Wir sehen uns am Rollfeld. Mit dem Eurofighter verscheucht, das kann doch nicht sein. Dirk, das kann gut sein. So, ihr seid schon am Anflug. Bin auch gleich da. Bin auch gleich da. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir uns dann treffen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so groß am Schirm tatsächlich. War da ein schöner Parkplatz irgendwo? Ein schöner großer Platz, wo wir uns gleich versammeln können, oder? Da werden wir schon was finden. Oder andere, glaube ich, ist schon da. Oder kreist noch darüber. Ich glaube, auf der 30 haben wir gesagt, kommen wir runter, ne? Kommen wir gut rein. Wer ist bei mir? Ich höre doch was. Jawohl. So, einmal reindrehen. Und da vorne ist es schon, unsere schöne Landebahn. Florian, grüß dich. Schönen guten Abend. Dass wir da schön raufkommen. Der Mixapp nimmt auch nochmal Schwung. Wie alle sich vordrängeln hier. Guck's dir an. Wahnsinn, oder? Gut, dass ich noch ein bisschen Landebahn sehe. Noch jemand hinter mir oder bin ich der Letzte hier? Nö, es sind doch noch ein paar dabei. Sehr gut. So, ich habe ein bisschen Seitenwind anscheinend. Mich zieht's hier immer nach rechts weg. Mal Flaps langsam, ne? Ufe 1. Boah, jetzt sehe ich halt gar nichts mehr. Guck dir das an. Wahnsinn. Ich sehe halt einfach nichts mehr. Wird schon ungefähr stimmen. Flaps Stufe 2. 500. Ja, kommt ungefähr hin, ne? Kommt schon ungefähr hin. Boah, es zieht wieder nach rechts weg. Shit.
Gott, oh Gott, oh Gott. So, Treffpunkt wo? Habt ihr schon einen Plan? Schauen wir mal. Mal außen gucken. Ja, direkt hier, oder? Guck mal, hier stehen doch schon ein paar Leute. Ich glaube, wir bleiben einfach mal hier. Was meint ihr? Ist das gut hier? Ich park mich mal hier links. Wo seid ihr denn alle? Man sieht hier gar keinen großen Platz oder so. Das ist tatsächlich dann bei Tag doch ein bisschen leichter. Wir treffen uns hier an der Kreuzung, würde ich sagen. Wo bist du? Ah, Black Angel ist das hier hinter mir mit der A320. Alles klar. Sehr gut. Pass mal auf, ich gehe mal in die Drohnenansicht. Erstmal ganz kurz hier. Noch Parkbremse rein und so weiter, ne? Pass mal auf, ich gehe mal in die Drohnenansicht. Dann habe ich da vielleicht noch ein bisschen einen besseren Überblick. Ah, jetzt ja. Jetzt sehe ich hier auch langsam alle. Ist noch jemand in der Luft? Nee, kommt keiner mehr, ne? Sehr gut. Nochmal ein Screenshot hier, ne? Im hellen Pass, wo ich stehe. Okay, alles klar. Das ist tatsächlich gerade ein bisschen... Wo hätten wir hier einen guten Platz gehabt hier? Wo Fly Mike hier so steht, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht hier. Aber gut, wir bleiben jetzt da stehen, wo wir sind, ne? Ist klar. Da bleiben wir jetzt einfach mal stehen. Kevin ist auch da hinten. Ach, der überfliegt noch hier, glaube ich, ne? So, Mulder hat auch einen speziellen Parkplatz gefunden. Wo bist denn du abgeblieben hier? Bist schon heimgelaufen. So, aber das ist doch ganz gut so, oder? Mit dem Mond noch im Hintergrund machen wir auch nochmal eins. So. Sehr schön, alle hier. Oh Mann. So, pass auf, dann setze ich mich hier mal wieder rein. Hier. Da. Einmal in die externe. Boah, ist das laut hier. Ist das laut? Hier ist aber auch was los. Sehr stark. So, Batman ist auch da. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal ein Stück hochscrollen hier. Weil während der Anflugphase hier war ich auch ein bisschen angespannt. Und dann kann ich mich nicht immer in den Chat reinklucken, gucken. Blechmöwen in Sicht. Da waren mehr Blechmöwen als alles andere gerade. So, da kam der Florian rein, genau. Das habe ich noch gelesen. So. Da kommen ja die Leute. Schlonzi war anscheinend schon da. Sauber gelandet, jawohl. Sehr gut. Ob man auf der Xbox mit dem Flugzeugträger einen Katapultstart machen kann. Also ich habe tatsächlich keinen Flugzeugträger aktuell bei mir. Keine Ahnung, ob das geht. Gerne Feedback von jemandem, der es weiß. So, Tricke mit der A23 war es knapp.
mit der Nase gebremst. Ja, das passiert manchmal. So, seid ihr alle da? Ich glaube ja, oder? Mitten in der Gruppe gelandet. So, oder Peffi sagt doch, wäre schön, wenn man den Treffpunkt am Airport vorher festlegen könnte. Meinst du jetzt für uns, dass wir den quasi festlegen, bevor wir landen, ja, dass das ersichtlich ist, wo man sich trifft? In der Beschreibung? Oder meinst du, dass man in der Routenplanung festlegen kann, wo man sich trifft? Wenn das schön wäre, das schön. So, Colorado-Flug. Jawohl. Der Enzi hat es hier nochmal geschrieben. Den Colorado-Flug. Du meinst wahrscheinlich, was am Discord gerade geplant wird, oder? Muss ein bisschen nachhaken, Enzi, sorry. Aber ich glaube ja. Ansonsten hau's einfach hier nochmal rein in den Chat. Andreas konnte nicht mehr lenken. Ja, das kommt manchmal vor. Das ist halt manchmal so. So, und Brian schreibt hier zu dem Flugzeugträger-Thema mit dem Katapult, dass es bisher noch nicht funktioniert. Aber es macht trotzdem Spaß. Achso, wegen dem Screenshot meinst du? Ja, ja. Katapultstart seit Donnerstag eventuell mit dem Flugzeugträger aus dem Marktplatz möglich. Ah, mit dem George W. Bush Flugzeugträger. Das könnte eventuell sein. Da ist seit dieser Woche einer online, tatsächlich auf dem Marktplatz. Da müsste man mal reinlesen, ob das geht. So, und dann erwähne ich den Flug natürlich gerne nochmal, NC. Also wir planen, was heißt wir, NC plant gerade was bei uns auf dem Discord mit einem Flug entsprechend. Also wer noch nicht auf dem Discord unterwegs ist, kann sich da gerne mal umschauen, mit beitreten. Also da finden auch so zwischen den Zeiten immer wieder mal entsprechende Flüge statt. Aus der Community für die Community, ja. Also das sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Und da sind auch immer super Sachen dabei. Also vielen Dank auch hier für euer Engagement in dem Punkt. Ja, alles was da noch so nebenbei passiert, das ist mittlerweile echt, echt genial. So, und das wollte ich an der Stelle auch nochmal mit erwähnen. Danke, Enzi, fürs Erinnern. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz ins Flugzeug rein. Wir stellen mal den Propeller ab. Das machen wir mal hier. Müsste doch jetzt eigentlich ausgehen, oder, das Ding? Er dreht immer noch. Bleibt der an? Dann müssen wir mal... Pass mal auf, wie war denn das hier? Treibstoffauswahl. Gemisch. Dann nehmen wir dir das Gemisch weg. So, aber jetzt? Okay. Und dann machen wir hier mal die Pumpe aus. Die Lichtmaschine aus. Und ich schätze mal, wenn ich die Batterie jetzt ausschalte, oder ist es vielleicht... Ja, doch. Dann werde ich wahrscheinlich zurück ins Hauptmenü können. Boah, hier steht einer mitten auf mir drauf, ne? Hab ich da gerade den richtigen Schatten gesehen? Wahnsinn. So, ich klicke hier mal drauf und dann schauen wir mal, ob mein Flug dadurch beendet wird. Ja, tatsächlich, schau. So, guck mal. Oh, Gesamtflugdauer. Tobi, danke für dein Follow. Dankeschön. Gesamtflugdauer. 2 Stunden, 2 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen, tatsächlich. Also sorry, wenn ich mich da ein bisschen verschätzt habe. Mit 90 Minuten habe ich gerechnet. Aber das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Aber es hat ja mega Spaß gemacht, Leute. So. Tobi Lux, danke für dein Follow. Dankeschön. Und dann gehe ich hier mal einmal zurück ins Hauptmenü. Warnung, ja, ich möchte zurück. Und schließen den Flug
unser 23. Community-Event, mittlerweile Wahnsinn, hiermit ab. Sind im Hauptmenü zurück. Und dann gehe ich hier nochmal auf den Chatbildschirm und schaue natürlich nochmal rein zu euch, was hier so los ist. Allgemein, vielen Dank fürs Mitfliegen, Leute. In circa 14 Tagen wird der nächste Flug gestartet. Ich habe noch keinen Plan, wohin. Ich weiß es nicht, das mache ich natürlich die Tage dann, mir da mal Gedanken drüber zu machen, wo wir denn hinwollen, was wir denn so machen. Und wo es da dann hingehen wird, das teile ich euch natürlich wieder auf die bereits bekannten Wege und auf die bekannte Art und Weise entsprechend mit. Haut mir gerne noch ein Däumchen rein hier, falls noch nicht geschehen. Da sind schon ein paar da. Ja, super, danke schön, Leute. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne eins da. Und der Livestream hier geht als VOD, also als Video, dann morgen im Laufe des Tages online. Wer nochmal reinklicken möchte und sich selber beim Fliegen ein bisschen zugucken möchte, der kann da dann gerne morgen nochmal, oder halt die Tage, wie es halt dann passt, pass mal auf, die Map können wir ausmachen, kann dann gerne die Tage hier nochmal reinschauen. Oh. Und auch gerne noch einen ergänzenden Kommentar oder dergleichen dalassen. Das hilft mir immer ein bisschen auf YouTube, ne? Also Däumchen und Kommentare sind immer sehr wichtig. Danke dafür, Leute. So, ich gucke gleich nochmal rein in den Chat. Was ich mir jetzt gerade nur gedacht habe, schauen wir doch einfach mal schnell auf den Marktplatz, auf diesen Flugzeugträger. Der müsste doch hier unter den neuen, das war doch dieser George W. Bush-Dingens, hier. Oh, wenn ich schon wieder sehe, 2,7 Sterne von 5. 10,49 €. Sieht ja alles ganz gut aus. Aber ich kann hier schon wieder nicht runterscrollen. Warum geht das nicht? Jetzt. Features. Spawnpunkte, Standort, Erdball. Standorte. Katapult. Funktionsfähige Katapult- und Fangseile. Mit wählbarer Abschussgeschwindigkeit und Abbremszeit, je nach Flugzeug. Dieses Feature funktioniert mit jedem Payware- oder Freeware-Flugzeug, egal ob Kampfjet oder B747. Moment, nur für PC? Das Tool muss extern heruntergeladen werden, siehe Anleitung unten. Oh, lest euch das gut durch, Leute. Da gibt es scheinbar eine Einschränkung. Anleitung unten. Abschusssoftware, Katapult- und Fanganlage. Nur mit PC kompatibel. Also ganz wichtig. Da die Xbox alle externen Tools einschränkt, schreiben sie hier. Okay, also Katapulte ja, aber nur am PC. Achtung, Obacht. Wenn ihr euch für diesen hier interessiert. Und im Übrigen, ich würde echt jetzt mal abwarten, bevor ich mir hier einen Flugzeugträger für Geld hole, was uns dieses Top Gun DLC mitbringt. Weil wenn es da Flugzeugträger gibt, dann sind die auf allen Plattformen natürlich entsprechend integriert, weil es ein offizieller Zusatzinhalt ist. Ich würde mit sowas aktuell warten. Und es passt natürlich dazu, dass die das jetzt draufballern auf den Marktplatz, weil jetzt das Thema natürlich aktuell wird. Aber ich würde hier mal noch warten tatsächlich, was der Zusatzinhalt Ende des Monats beinhaltet. Und das ist ja auch schon in ein paar Tagen, ja? Also so lange ist es da nicht mehr hin. Xboxler Finger weg. Ja, würde ich sofort so unterschreiben, Enzi. Ich würde das tatsächlich erstmal dabei belassen. Ja, ich würde da jetzt erstmal nichts machen. Auch die Bewertungen sprechen eigentlich schon für sich, ja? Wenn etwas unter 3 Sterne hat, weiß ich nicht. Dann ist das schon mit Vorsicht zu genießen. Ich würde mit dem Flugzeugträger warten, ja? So. Und erstmal abwarten, was jetzt das Top Gun DLC mitbringt. Jetzt gucke ich hier mal nochmal gerade in den Chat rein, Leute. Allgemein erstmal in die Runde. Vielen Dank fürs Mitfliegen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt nicht nur fürs Mitfliegen, sondern auch fürs Zuschauen. Ich weiß, der eine oder andere guckt sicherlich auch einfach nur zu, weil er Spaß daran hat, uns dabei zuzugucken und das Ganze hier mit verfolgt. Vielen Dank für eure Unterstützung an der Stelle. Und es hat wieder mega Spaß gemacht. Es freut mich, wenn euch die Flugroute wieder gefallen hat. Ich werde eine entsprechend neue dann zusammenbasteln und dann wird es in circa 14 Tagen entsprechend
mit dieser neuen Geschichte ein nächstes und das mittlerweile 24. Community-Event geben. Ich freue mich mega drauf. Das einfach mal so allgemein in die Runde geworfen. Und dann werde ich jetzt hier mal noch ganz kurz eine Abschiedstour starten. Wer ist denn alles noch da? Top Gun DLC kommt Ende diesen Monat. Zeitgleich mit dem Film. Ja, zeitgleich mit dem Film. Das sei an der Stelle nochmal gesondert erwähnt. So, Dirk. Ich fange einfach mal an. Dirk, ich wünsche dir einen schönen Abend. Allgemein, schönen Abend in die Runde. Ein schönes Restwochenende. Und habt einen guten Start in die neue Woche, ne? So viel steht schon mal fest. Und morgen kommt dann auch eine News. Ach ja, das vielleicht noch erwähnt. Am Donnerstag, wir haben ja zuletzt StarSend abgeschlossen, letzten Donnerstag. StarSend. Und das ist im Early Access, da kommt wieder was nach, wenn es neue Inhalte gibt. Also da werde ich wieder dranbleiben. Es sei hiermit erwähnt, wir werden am Donnerstagabend, das ist der Plan, werde ich meine Polizeimütze anziehen und werde einen Polizeisimulator spielen. Nähere Infos gibt's morgen. Nähere Infos gibt's morgen. Und ich bin gespannt, was das wird. Ich bin gespannt. Also lustig wird's auf alle Mal. Wird's alle Mal. Wird's auf jeden Fall, so wollte ich sagen. So. Kev, gute Nacht. Reingehauen. Kevin45, gute Nacht. Ciao, ciao. Dirk, hau rein. Mev, schönen Abend noch. Danke. Dankeschön. Brian, wieder eine sehr schöne Tour. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Polizeisimulator, Comedy pur. Donnerstagabend. Ich gehe davon aus, Donnerstagabend 20 Uhr. Ja, kommende Woche. 1-2 Polizei. So sieht's aus, Schlotzi. Guter Aufhänger. Ich glaube, so nenne ich den Stream. 1-2 Polizei. Das klingt doch gut. Office Andy meldet sich zum Dienst. Die Welt geht unter. Na, hoffen wir's mal nicht. Hey, grüß dich. Joy, gute Nacht. Schlaf gut. Bye, bye. Sweetie, reingehauen. Ciao, ciao. Danke fürs dabei sein. Andreas BK Mulder 884. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Schlonzi, schön, dass du noch Anschluss gefunden hast heute. Hau rein, Mann. So, Ralf, den Farming Simulator. Ja, ich weiß. Ich weiß, da ist eine sehr große Pause mittlerweile dazwischen. Muss ich auch wieder angehen. Du hast völlig recht. Schande auf mein Haupt. Auf mein bäuerliches Haupt. Das tut mir leid, dass das so eine lange Pause dazwischen ist, denn werden wir auch mal wieder anpacken. Auf jeden Fall kommt da auch wieder was, Ralf. So, was hat Enzi jetzt noch geschrieben wegen irgendwas Nürburgring? In 14 Tagen? Okay, da müssen wir natürlich schauen. Müssen wir mal gucken. Obacht, schreibt er. 24 Stunden Nürburgring. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir das dann einfädeln. Ich muss mal schauen, wie wir es machen. Wir werden sehen. Enzi, Dankeschön. Hau rein. Gute Nacht. Bye, bye. Nico, ciao, ciao. Haki, servus, gute Nacht. Ralf, danke für den Hinweis nochmal, wie hier im Landwirtschaftssimulator, ne? Auch der darf nicht in Vergessenheit geraten. Da müssen wir mal wieder nachlegen. Gute Nacht, Ralf. Rolf, auch dir einen schönen Sonntag. Dankeschön. So, Rigi. War mega schön, wenn es dir Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht zusammen. So, und dann gehen wir hier schon mal auf den Endscreen. Wir gehen hier schon mal auf den Endscreen und machen noch mal ein bisschen Mucke an. Machen wir noch mal ein bisschen Mucke an. Und läuft die? Ja, läuft, ne? Ich wieder mal ein anderes Headset. Sonst höre ich da nichts. Ich habe das immer noch nicht zusammengeführt hier, die verschiedenen Audioquellen. So. Sehr schön. Tobi jobbt natürlich da mit dem Fix
externe Tools laufen werden, wünschenswert wäre es, ob das funktioniert. Für den PC ist klasse, bringt für die Xbox leider natürlich aktuell nichts. Richtig, NC. So sieht's aus. Und die Schiffe mit Kielwasser müssen auch irgendwann kommen, Kev. Absolut. Ich hab's auf der Watchlist. Ich hoffe da immer noch auf so einen kleinen Sale oder so, ja. Ich hab das auf dem Schirm. Und zu gegebener Zeit wird dann da was kommen, auf jeden Fall. Und vielleicht gibt's wieder ein kleines Touch and Go, ne? Nächste Woche. Ah, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel vor. Und so eingeschränkt Zeit, das ist das Problem dabei. Aber nach und nach. Habt Geduld. Habt Geduld. Und nach kommen natürlich entsprechende Inhalte. Keine Frage. So, Blacky, hau rein. Ciao, ciao. Joy sagt dem Tom schöne Grüße, gell? Und am Schluss wird natürlich hier gewunken, ist doch klar. Active, gute Nacht. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Supporters Club für eure Unterstützung. Wo ist der Harper eigentlich noch da? Ich lese ihn gar nicht mehr. Ja, Tobi, danke für den Follow. Dankeschön. An der Stelle nochmal. So. Dann klinke ich mich langsam aus. War wieder ein super, super Event. Hat Spaß gemacht. Auch die Abendstimmung, ne, Maverick? Dachte ich mir auch. Also war so eigentlich gar nicht geplant, ja. Aber das hat perfekt gepasst mit der Live-Zeit. Also das war richtig gut. Schlonzi reingehauen. So, dann klinke ich mich aus. Lass den Titel noch gar auslaufen. Der geht noch 2 Minuten. Schau nochmal, wurde noch was Aktuelles geschrieben? Ich gehe nochmal nach unten. Kopf 77. Ciao, ciao. Gute Nacht. Darf ich noch was sagen? Fragt Schlonzi. Ja, natürlich. Hau raus. Ja, warum denn nicht? Ja, die Kiele mit Schiffwasser. Die Schiffe mit Kielwasser. Die sind natürlich schon da. Ich hab's aber noch nicht. Ja, also das ist ein kostenpflichtiger Zusatzinhalt. Und ich habe gesagt, irgendwann hole ich mir das. Und zeige auch ein bisschen was dazu. Und da wird was kommen. Aber wie gesagt, ich hab's auf der Watchlist. Und spekuliere auf einen Sale irgendwann mal. Und dann, ne? Die Nacht. Ja, Blacky, gerne. War wieder Hammer. Bis zum nächsten Mal. Habe ich schon länger raus. Also, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe was da im Hinterkopf. Ne? Ich habe da was im Hinterkopf. Ja, hau ihr mal eine rein von mir. Genau. Schlonzi, danke. Das war der angekündigte Text. Vielen Dank. Es war mir ein Fest. Insi, dankeschön. Kann ich nur so wiedergeben. Ein inneres Blumenpflücken. So, jetzt geht hier die Xbox schon aus. Die Schiffe sind toll, schreibt Ryan auch nochmal. Ja, machen wir, machen wir. So Leute, also dann, ich klinke mich aus. Vielen Dank fürs Mitfliegen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder Livestreams wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht euch morgen einen flotten Sonntag. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.